Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich darf Sie im Steirischen Presseclub begrüßen zum heutigen EU-Abend. Ein EU-Abend zur Europawahl am 26. Mai 2019. Und ich freue mich, dass wir zu diesem heutigen Abend die Spitzenkandidaten, die mit einer Ausnahme steirischen Spitzenkandidaten aller Fraktionen hier begrüßen dürfen, an einem Tisch, an einem Diskussionstisch, ist wahrscheinlich in Zeiten wie diesen jetzt nicht unbedingt ein ganz leichtes Unterfangen. Es ist uns trotzdem gelungen. Ich freue mich und darf Sie recht herzlich begrüßen. Darf Sie einzeln vorstellen: für die ÖVP Simone Schmidbauer, für die SPÖ Bettina Vollert, für die FPÖ Georg Mayer, für die Grünen in Vertretung von Günter Kogler, Thomas Meitz aus Wien angereist. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Und für die NEOS darf ich begrüßen Stefan Windberger. Wir haben heute auch eine kleine Premiere hier im Presseclub. Wir werden nämlich den gesamten Abend, den gesamten Diskussionsabend als Audio-Livestream auf der Homepage von ORF Steiermark übertragen und so einer größeren Menge Menschen zugänglich zu machen, weil ich glaube, dass es ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, das wir heute behandeln, weil die EU-Wahlen uns alle angehen, uns alle Österreicherinnen und Österreicher. Und wenn man sich so die Wahlbeteiligung, ich möchte später noch darauf zurückkommen, anschaut, der letzten EU-Wahl, dann glaube ich, dass da doch sehr viel Aufholbedarf herrscht. Ich darf jetzt an den Heinz Fischer kurz übergeben für die Eingangsrunde. Ja, schönen guten Abend live aus dem Steirischen Presseclub. Und wir beginnen ganz offiziell mit einem Eröffnungsstatement diese Runde, mit einem Eingangsstatement. Und ich darf Sie bitten, in möglichst nicht mehr als gezählten 3 Sätzen kompakt und präzise uns und allen, die uns zuhören, sagen, worum geht es Ihnen? Was ist Ihnen besonders wichtig für diesen Wahlgang? Was sind Ihre Ziele? Was sind Ihre Intentionen? Und was sind Ihre Schwerpunkte? Jetzt darf bei Ihnen Frau Schmidbauer, ÖVP, beginnen. Bitte schön. Danke vielmals. Ich darf auch allen nochmal einen wunderschönen Abend wünschen. Danke auch für die Einladung und die Möglichkeit, dass wir uns, ja, wir Steirer, nochmal präsentieren dürfen. Mit 3 Sätzen, ich werde es versuchen, kurz und knackig zu machen. Kurz liegt auf der Hand. Verheiratet, Mutter von 2 Töchtern. Mir geht es vor allem um die Jugend, um die Zukunft unserer Kinder und das großartigste Friedensprojekt überhaupt, unser Europa. Ich möchte Menschen mobilisieren, zur Wahl zu gehen, weil Europa für mich nicht selbstverständlich ist, weil wir es auf Händen tragen sollten, statt mit Füßen zu treten und nicht zur Wahl zu gehen. Der Wirtschaftsstandort Steiermark ist ein Beispiel, ein Vorreiterbeispiel schlechthin in Österreich. Und natürlich stehe ich für die Bäuerinnen und Bauern in ganz Österreich. Also Umwelt, Landwirtschaft und die Ernährung sind mir sehr wichtig. Dankeschön. Frau Dr. Vollert, SPÖ, was sind Ihre Ziele, was sind Ihre Schwerpunkte, Ihre Anliegen? Guten Abend, danke für die Möglichkeit, dass wir uns heute Abend hier präsentieren können. Ja, gerade jetzt in der Wahlauseinandersetzung kommt immer wieder die Frage von Journalistinnen und Journalisten, wie kann die EU näher zu den Menschen gebracht werden? Und ich glaube, das würde ganz von selber passieren, wenn die EU endlich die Bedürfnisse der Menschen in den Mittelpunkt ihrer politischen Arbeit stellt. Genau das spüren nämlich die Menschen seit Jahren nicht mehr. Die EU ist das wichtige Friedensprojekt. Das klappt auch. Wir haben die längste Friedensperiode in Europa seit langer, langer, seit vielen, vielen Jahren. Aber die EU muss von der reinen Wirtschaftsunion, die sie jetzt in der Vergangenheit war, endlich auch zu einer sozialen Union werden. Das heißt, die Menschen müssen das Gefühl haben, dass ihre Bedürfnisse, dass die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer berücksichtigt werden, dass ihre Umwelt lebenswert erhalten wird, dass man sich aktiv
einsetzt für die Lebensrealitäten der Menschen. Und ich glaube, dass nur auf diese Weise, nämlich wenn die Wirtschaftsunion zu einer sozialen Union wird, dieser Frieden in Europa, der ja weiter unser größtes Ziel bleiben sollte, der Frieden in Europa auch nachhaltig abgesichert werden kann. Und genau für diese Dinge möchte ich mich einsetzen. Dankeschön. Herr Mayer, FPÖ, Ihre Schwerpunkte, Ihre Ziele, Ihre Intentionen? Ja, guten Abend erst einmal und auch Dankeschön für diese Einladung im Presseclub. Unsere Ziele, unsere Intentionen. Also ich liebe Europa. Und Europa ist meiner Meinung nach der schönste Kontinent auf dieser Erde. Deswegen gilt es auch, auf Europa aufzupassen. Und für uns bedeutet das, wir wollen weniger Europäische Union, denn Europa ist ein bisschen mehr, als es die Union ist. Wir wollen weniger Europäische Union und mehr Österreich. Wir wollen Kompetenzen zurück nach Österreich holen. Wir wollen, dass Dinge, die in Österreich besser geregelt werden können, hier auf der Gesetzgebungsebene geregelt werden. Und Dinge, die auf europäischer Ebene, auf EU-Ebene besser geregelt werden können, sollen dort besser geregelt. Beispiel Umweltschutz, Beispiel Außengrenzenschutz, Beispiel aber auch Außenpolitik. Dankeschön. Herr Weitz, für die Grünen. Ja. Ja, danke für die Einladung. Thomas Weitz, ich bin vom Beruf Biobauer, Imker und Forstwirt in Leutscher in der schönen Steiermark und nicht in Wien. Und bin jetzt Abgeordneter seit 1,5 Jahren im Europäischen Parlament und die Schwerpunkte meiner Arbeit waren Pestizidreduktion, ganz massiv Tiertransporte, hinzuschauen, ob die Regeln eingehalten werden, die Frage von guten Lebensmitteln, aber auch die Frage, wie wird Landwirtschaft in Zukunft laufen in Zeiten von Klimawandel. Wir sehen ja, Bäuerinnen und Bauern sind die ersten Leidtragenden der Auswirkungen des Klimawandels und da gibt es ganz zentrale Fragen zu klären, wie wir das in Zukunft hinbekommen und weiteres nachher später. Dankeschön. Und last but not least, Stefan Lindberger, Neos, was streben Sie denn an bei der EU-Wahl? Vielen herzlichen Dank auch von meiner Seite für die Einladung in 3 Sätzen. Für uns ist es wichtig, die Europäische Union, die so viele Errungenschaften hat, die aufgezählt wurden, weiterzuentwickeln und da auch den Mut zu haben, klar auszusprechen, was notwendig ist. Das heißt für uns, dass wir Ja sagen zu den Vereinigten Staaten von Europa, Ja sagen zu einer gemeinsamen europäischen Armee, Ja sagen zu einer gemeinsamen zu einem gemeinsamen Außengrenzschutz, Ja sagen zu gemeinsamen Asylverfahren und Ja sagen zu sehr vielen anderen Bereichen, weil wir wissen, dass diese Bereiche nur auf europäischer Ebene wirklich effizient gelöst werden können. Und das ist auch der große Unterschied zu manchen anderen, die da immer sagen, man muss sehr viel mehr subsidiär in Österreich machen. Die Ratspräsidentschaft hat im letzten Jahr dazu eine Analyse gemacht und sie haben keinen einzigen Bereich gefunden, der besser auf österreichischer Ebene geregelt werden würde. Im Gegenzug aber sehr viele, die besser auf europäischer Ebene geregelt werden würden. Und ich glaube, da geht es darum, die Diskussion zu führen, was sind diese Bereiche, wie können wir möglichst gut die Union weiterentwickeln, damit dieser wirtschaftliche Wohlstand, den wir haben, aber auch die Chancen für junge Menschen bleiben und noch sich ausbreiten, weitergehend für alle Möglichkeiten. Danke für diese ersten Statements. Wir werden im Laufe des Abends die einzelnen Themen, die auch jetzt hier genannt wurden, detailliert noch auflösen. Wir haben jetzt gehört, es sind zahlreiche Gemeinsamkeiten, aber sehr wohl auch sehr, sehr unterschiedliche Zugänge, über die wir dann noch diskutieren können und werden. Am 1.1.1995 ist Österreich der EU beigetreten. Die erste EU-Wahl 1996, damals gab es noch eine Wahlbeteiligung, eine österreichische Wahlbeteiligung von 67%. Das ist noch eine ganze Menge, wenn man auf das Jahr 2014 blickt. Dann haben wir nur mehr eine Wahlbeteiligung von 45% gehabt. Österreich ist mit 18 Mandaten im EU-Parlament vertreten, 18 von etwas mehr als 250. Da erhebt sich jetzt 790. Da erhebt sich jetzt doch die Frage für viele Österreicherinnen und Österreicher, warum sollen wir eigentlich zur Wahl gehen? Was kann die EU für uns tun? Was können wir in der EU bewirken? Wie würden Sie diesem Argument entgegentreten? Herr Mayer. Ja, also es wird mehr als 90% der Gesetzgebung, die dann in Österreich umgesetzt wird, kommt von der Europäischen Unionsebene. Das heißt, man kann sehr viel bewirken. Und diese Wahlbeteiligung ist tatsächlich etwas, was einen als Politiker und als Demokraten sehr traurig macht. In der Slowakei sind es noch weniger, da sind es nur mehr 13% gewesen. Und ich glaube, es ist eine unserer wesentlichsten Aufgaben auch, zu versuchen, diese Wahlbeteiligung zu heben. Wir versuchen das, ich versuche das immer, indem man ein bisschen auch eine emotionale Diskussion
in das Europathema, in das EU-Thema reinbringt. Heute am Vormittag war ich in Wales bei einer großen Schulveranstaltung, 600 Schüler. Da hat es gut funktioniert, da hat man gemerkt aber auch, dass die jungen Menschen sich interessieren. Und es ist diesmal eine Richtungsentscheidung der Wahl am 26. Mai. Und es geht darum, wohin soll sich Europa entwickeln? Soll sich Europa Richtung Vereinigte Staaten von Europa entwickeln? Das bedeutet die Aufgabe der Republik Österreich am Ende des Tages. Oder die Republik Europa, wie es die Grünen gerne haben. Das bedeutet auch die Aufgabe des österreichischen Staates und der Neutralität. Das wollen wir nicht. Wir wollen souveräne Mitgliedstaaten, die kooperieren auf Ebene der Europäischen Union. Und da gibt es viele Bereiche, wo man das tun kann. Und es gibt Bereiche, die halt besser dann im Mitgliedstaat selbst geregelt werden. Und das müssen wir kommunizieren. Das heißt, das ist bis zu einem gewissen Grad eine Bringschuld auch von uns, aber natürlich ist es auch bis zum gewissen Grad eine Hohlschuld, dass man sich informiert, und es sind sehr, sehr, sehr viele Menschen haben gekämpft und sind auch dafür gestorben, dass wir ein freies, gleiches und geheimes Wahlrecht haben. Also das ist nichts Selbstverständliches, denke ich, und das muss man auch ab und zu mal kommunizieren, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Herr Winsberger, Sie haben ganz vehement den Kopf geschüttelt bei den ersten Sätzen. Der Punkt ist der, dass die Vereinigten Staaten von Europa eine Idee sind, die mit der Aufgabe der Neutralität oder der Aufgabe der Österreichischen Republik nichts zu tun haben. Das ist Angstmacherei. Weil was wir uns im Klaren sein müssen, ist, dass wenn wir sagen, wir haben auf der einen Seite einen Herrn Trump, der sich in Artikel 5 die Beistandspflicht im NATO-Vertrag nicht mehr halten möchte, wenn er sagt, na, vielleicht die baltischen Staaten zahlen nicht genug. Auf der anderen Seite haben wir Russland, die in der Ostukraine und auf der Krim stationiert sind, entgegen jeglichen Völkerrechts. Dann müssen wir uns überlegen, wie stehen wir hier? Und ich glaube, dass die Lösung der FPÖ zu sagen, wir haben einen Freundschaftsvertrag mit Putin seiner Partei, die falsche ist. Ich glaube auch, dass es falsch ist zu sagen, wir vertrauen auf den Herrn Trump. Und ich hätte gerne, dass wir als Europäische Union auf eigenen Beinen stehen. Dass wir sagen, wir sind nicht Juniorpartner, die wir richtigerweise waren zur Zeit des Kalten Krieges, sondern wir gehen ein Stück weiter. Das heißt für uns konkret in der Ausgestaltung zum Beispiel der europäischen Armee, dass wir sagen, bereits jetzt sollten wir öffnen, die in Österreich unser Heer für Bürger anderer EU-Mitgliedstaaten. In ein paar Jahren können wir da schauen, bestimmte Bereiche, die durch PESCO und der Verteidigungsunion bereits vorgeschlagen wurden, zu Vergemeinschaften, wie zum Beispiel eine Luftraumüberwachung. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass Österreich das selber macht. Das ist total ineffizient. Waffenbeschaffung gemeinsame zum Beispiel. Wir haben 10% der Schlagkräftigkeit der Vereinigten Staaten, geben doppelt so viel aus. Das macht keinen Sinn. Und auch eine gemeinsame Kommandostruktur. Das ist alles unabhängig davon, ob es die Republik Österreich gibt oder nicht gibt. Ja? Und wenn man die Neutralität anspricht, das wissen Sie genauso gut wie ich, dass die Neutralität eine wichtige Errungenschaft war, die zur Zeit des Kalten Krieges aber heutzutage nicht mehr existiert. Sie existiert in der Bundesverfassung, das reicht mir. Wir reicht das. Verfassungsrechtler fragen, jeder wird Ihnen sagen, seit 1995 haben wir die nicht mehr. Ist Österreich beteiligt an der EU-Battlegroup? Ja oder nein? Wir sind es. Ich habe heute mit einem Kollegen von ihm diskutiert, aus Zeltweg, der selber in einer EU-Battlegroup war. Der hat das auch zugestimmt, ja, FPÖ-Kandidat. Das ist eine Realität, man braucht die Leute in dem Buch nicht zu belügen. Und das finde ich unehrlich. Und auch wenn wir jetzt vielleicht ein paar Leute sagen, das sind wir nicht dafür, uns ist lieber, dass wir ehrlich sind und Positionen vertreten, die mutig sind und die Sinn machen, als den Leuten etwas vorzugaukeln, das nicht der Realität entspricht. Ja, der Begriff der Richtungswahl ist bereits gefallen. Teilen Sie diese Ansicht? Ist die EU-Wahl 2019 tatsächlich, tatsächlich zu einer Richtungswahl? Ich gehe gerne zuerst auf Ihre Frage ein. Ich sehe das nicht ganz so. Es wird hier alles hochgeredet. Die Rechten werden einen gemeinsamen Club miteinander formen. Sie haben ja bis jetzt keinen geformt. Warum? Weil lauter national orientierte Parteien sollen gemeinsam an einem Strang ziehen. Das geht sich in der Realität schwer aus. Ich fürchte mich da weniger davor. Und selbst wenn alle Fantasiepläne der rechten Parteien Realität werden, dann haben sie 150 von 750 Abgeordneten. Das ist noch lang keine Mehrheit. Und es geht auch anderen Parteien durchaus gut. Und es geht auch durchaus aufwärts, wenn man sich anschaut, Deutschland, Belgien, Niederlande, Finnland, Dänemark, Schweden, Frankreich, überall dort sind die Grünen stark im Aufwind. Also ich glaube, dass auch die Grünen einen stärkeren Club haben werden im nächsten Parlament. Aber im Unterschied zu den rechten Fraktionen ziehen wir zumeist an einem Strang. Wir haben die höchste Kohärenz im gemeinsamen Abstimmungsverhalten. Wir halten da zusammen mit einer hohen Solidarität zueinander. Aber zur Wahlbeteiligung würde ich gerne noch darauf eingehen. Das liegt natürlich auch daran, wenn Regierungen konsequent alle Errungenschaften, die man auf die gemeinsame Union zurückführen kann, als eigene Leistungen verkaufen, um vielleicht die nächsten Wahlen zu gewinnen. Aber im
Gegenzug alles, was irgendwie schwer verkäuflich ist, mag es mit der Union zu tun haben oder mag es auch einfach die Fehlleistung einer Regierung sein, sehr gerne auf die EU da draußen abwälzt. Und wer ist die EU? Im Endeffekt sind es unsere Regierungen, die im Rat ja sehr zentral am Gesetzgebungsprozess beteiligt sind, die dann zumeist auch zugestimmt haben. In vielen Fällen braucht es ja hier Einstimmigkeit. Und die Wahl bezieht sich ja unter Anführungszeichen nur auf das Parlament, was ja nur die Hälfte des Gesetzgebungsprozesses ist. Aber wenn man dauerhaft schlechte Stimmung macht, braucht man sich nicht wundern. Und die Frage von wo sind die Kompetenzen und wo nicht, die FPÖ propagiert sehr gerne ja, die Grenzen, die Außengrenzen gehören geschützt. Natürlich, wir brauchen eine gemeinsame Außengrenzorganisation, wenn wir im Inneren keine Grenzen haben wollen. Das ist ganz klar. Aber woran ist denn das bis jetzt gescheitert? Es ist an der Weigerung von Nationalstaaten gescheitert, Souveränitätsrechte abzugeben. Also genau an dieser nationalistischen Beharrungspolitik. Genau daran ist es bis jetzt gescheitert, dass es eine gemeinsame europäische Grenzorganisation gibt. Genau an diesem nationalistischen Denken. Und zum Thema EU-Armee, ich weiß nicht. Ich sehe Europa als eine Friedensmacht, als eine Macht der zivilen Lösungen, als eine Demokratiemacht. Das ist für mich viel mehr im Zentrum der Konfliktlösung und auch der Aufgabe, die Europa international am diplomatischen Parkett zu erfüllen hat. Da hat er noch einen Säbelrassler zu Putin und Trump dazu. Das braucht die Welt, glaube ich, nicht. Dr. Volland, ja, ich eben zwei Fragen. Beteiligung, was tun, um die Wahlbeteiligung zu steigern und ist es tatsächlich eine Richtungsfrage? Ja, ich kann da doch mit einigen, was der Herr Weiz sagt, viel anfangen. Ist auch wichtig, weil es wird ja auch dann nach der Wahl darum gehen, zu überlegen, was können wir gemeinsam erreichen. Und möchte es auch noch vertiefen, diese Sündenbocksuche, die gerade in unserer Zeit wieder offensichtlich in dem Mainstream gefunden hat, dass immer irgendwer an etwas massiv schuld sein muss, das hat halt auch die EU getroffen. Und man muss den Menschen in Gesprächen klar machen, dass viele Dinge da sind, egal ob es jetzt die EU gibt oder nicht. Also zum Beispiel Thema Globalisierung verunsichert viele Menschen. Die gibt es, die findet statt, egal ob die EU gut arbeitet oder nicht. Ja? Das heißt, wenn wir gegen die Globalisierung die Menschen schützen wollen, dann gelingt das aber mit der EU gut. Da können einzelne Nationalstaaten nicht viel erreichen. Oder das Thema Digitalisierung, die starke Veränderung der Arbeitswelt, das findet statt. Gleichgültig, ob es die EU gibt oder nicht. Also da ist nicht die EU schuld dran. Aber die EU kann diesen Mechanismen, die da entstehen, etwas entgegensetzen, indem wir über gemeinsame Gesetzgebungen die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch in einer stark digitalisierten Welt wieder gut schützen. Oder Thema Klimawandel, der findet statt. Aber nur insgesamt in der EU haben wir die Kraft und die Stärke, auch wirklich etwas zu verändern und hier das Ruder im letzten Moment aber doch noch einmal herumzureißen. Und die Wahlbeteiligung, das habe ich ja am Anfang schon angesprochen, ich glaube, die würde sich ganz von selber stark verbessern, wenn die Menschen eben genau dieses Gefühl wieder bekommen, dass die EU sich mit ihren Bedürfnissen auseinandersetzt und nicht nur auf einer rein wirtschaftlichen Ebene Rahmenbedingungen für große Konzerne verbessert und den Dingen, die ja schon lange auf dem Tisch sind, zum Beispiel diese Steuertricksereien großer Konzerne, wodurch ja den öffentlichen Haushalten massiv an Geld entgeht. Ist berechnet worden, europaweit sprechen wir da doch schon von Beträgen bis an die 1000 Milliarden Euro. Auf Österreich heruntergerechnet fast 13 Milliarden Euro Jahr für Jahr. Das ist Geld, das dann im Investitionsbereich fehlt. Gerade im Bereich Klimawandel brauchen wir dringend Investitionen für erneuerbare Energien. Dieses Geld fehlt. Und die Menschen spüren das, dass hier an den Rahmenbedingungen viel geändert wurde in der Vergangenheit, aber dass Ihre persönlichen Bedürfnisse im Alltag einfach auf der Strecke bleiben. Aber wäre es nicht auch Ihre Aufgabe, jetzt als wahlwerbende Kandidatin mitzuwirken, dass das Vertrauen in EU wieder zurückkommt? Ja, natürlich. Und darum bemühe ich mich auch, weil, wie gesagt, die EU ist das große Friedensprojekt. Aber ich glaube, dass die Menschen das Vertrauen in die EU dann wieder bekommen, wenn sie merken, dass die EU ihr tägliches Leben verbessert. Es ist eigentlich so einfach, welchen Anspruch haben Menschen an die Politik? Dass die Politik sich damit auseinandersetzt, die täglichen Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern. Und wenn Menschen dieses Gefühl nicht mehr haben, dann wenden sie sich ab von der Politik und glauben einfachen Rezepten, einfachen Antworten. Das heißt,
Wir müssen die Politik in der EU wieder so priorisieren, die Prioritäten so verändern, dass genau das passiert, dass die Menschen das Gefühl haben, ah, ich habe was von der EU und nicht nur quasi die Großkopferten, sondern ich als Mensch habe etwas. Und da müssen wir zum einen die Dinge, die sich wirklich für Menschen verbessert haben, gut kommunizieren und zum anderen die Priorisierung der Politik in Brüssel auch wieder verändern. Frau Schmidt, ja. Sie kommen ja direkt aus der Kommunalpolitik als Ex-Bürgermeisterin, genau. Mit wirklich dem Ohr an den Menschen. Kann man vorstellen, diese Frage haben Sie sehr oft gestellt bekommen. Die habe ich und ich bin auch dankbar für diese Frage, die Sie gestellt haben, weil ich habe wirklich eines in der Kommunalpolitik sehr, sehr schnell gelernt. Dass die Menschen in einem Politiker jemanden suchen, der sich Zeit nimmt und der ihnen zuhört. Und nirgendwo sonst als in der Kommunalpolitik bist du so nah Menschen. Das ist einfach so. Sie kennen dein Auto, sie wissen, wann du im Gemeindeamt bist, sie wissen, wo du wohnst. Wenn sie wirklich was brauchen und bedrückt, dann kommen sie nach Hause und das kann auch ein Sonntag sein. Also die Kommunalpolitik ist die schönste Form der Politik, kann aber auch die anstrengendste sein im Feedback. Und da muss man manchmal viel einstecken, aber das ist auch gut so. Also für mich ist das Wichtigste, bei den Menschen zu sein. Und ich bin wirklich sehr, sehr viel unterwegs und das schon seit 1. Februar. Die Zustimmung zur EU ist, glaube ich, und das kann ich aus meinen Gesprächen wiedergeben, so hoch wie noch nie. Leider ist es der Brexit, der viele Menschen wachgerüttelt hat, vor allem die Jugend. Wir sind ja jetzt auch zu sehr vielen Schülerdiskussionen eingeladen. Die Jugend ist irrsinnig interessiert, stellt gute Fragen, auch kritische Fragen, und das ist vollkommen in Ordnung, weil ich sage immer, sie müssen kritisch fragen, das ist unsere Zukunft, wir müssen es erklären können. Was die Kommunikation betrifft, wir reden immer von Kommunikation und ich glaube, dass da jeder Politiker sich auch ein bisschen selbst am Nasen nehmen kann. Kommunikation muss fließen. Wir müssen die Europäische Union, unser gemeinsames Europa den Menschen wieder näher bringen und da gehe ich d'accord mit den Vorrednern. Wir dürfen uns nicht immer nur ausreden, was nicht funktioniert hat und das waren dann die, das sind wir alle. Also Europa, und ich habe versucht, meine Kinder so zu erziehen, Europa beginnt bei uns zu Hause, in der Familie. Und Europa muss in den Gemeinden gelebt werden, in den Betrieben, welchen auch immer. Und das darf nicht schlecht geredet werden, das ist ganz klar. Also ich glaube, dass ja mit dem negativen Beispiel Brexit die Leute doch ein anderes Verständnis haben, einen anderen Zugang und dieses gemeinsame Europa schon schätzen. Also ich hoffe es wirklich, dass das nicht nur so dahingeredet war. Dieses Gefühl hätte ich. Ich möchte keine Armee. Ich möchte auch keine Waffen kaufen. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, oder dir, wir waren heute schon bei einer Schülerdiskussion, deshalb haben wir uns auf das Du verständigt. Das möchte ich nicht. Weil die größte Ehre war es für mich, als ich gefragt wurde, als Spitzenkandidat antreten zu wollen, ob ich mich bereitstelle, dass es um dieses großartige Friedensprojekt geht. Und jetzt sind wir uns aber ganz ehrlich, bitte. Europa ist groß und wenn wir zusammenhalten, ist Europa mächtig im positiven Sinne. Aber es gibt Giganten auf dieser Welt, also so viele Waffen könnten wir uns gar nicht kaufen und da will ich auch kein Geld dazu beitragen, ganz sicherlich nicht aus meiner inneren Überzeugung, dass wenn es dann einen Giganten, einen Riesen gibt, der es wirklich drauf anlegt, dann war es das. Also mit solchen Sachen möchte ich mich in dem und Hinblick EU nicht auseinandersetzen. Stefan Lindberger von den NEOS sieht das teilweise anders. Ja, ich glaube, ich habe Tim noch eine Antwort schuldig zum Thema Wahlbeteiligung. Wir waren, wie gesagt, bei einigen Schülerdiskussionen und bei einer ist mir aufgefallen, das reicht eigentlich ein Wort. Uploadfilter. Die Jungen wissen dann sofort alle, da sind wir dagegen. Und das Europäische Parlament hat hier die Kompetenz. Ein Beispiel unter vielen. Und ich glaube, dass so wie man hier spezifisch in bestimmten Gruppen genau erklären kann, das ist ein Beispiel dafür, was das Europäische Parlament macht oder verhindern kann oder auch schaden kann, gibt es in vielen anderen Bereichen andere Beispiele dafür. Und das ist die Aufgabe der Abgeordneten. Und ich, wenn ich ein bisschen ausholen darf, einen Satz, als die NEOS 2013 sich gegründet haben, war eine unserer Hauptideen, einer unserer Werte sozusagen Wertschätzung. Das heißt, wir klatschen auch, wenn andere Abgeordnete was Gutes sagen, was uns gefällt. Und in dem Sinne möchte ich auch sagen, ich glaube, es gibt in Österreich einige Europaabgeordnete, ein Ottmar Karas beispielsweise, ein Oleg Lunacek, die genau das darstellen, was ich mir vorstelle. Nicht in puncto, was sie konkret vertreten, sondern in puncto wie, dass die Montag bis Donnerstag dort sind, in Brüssel oder in Straßburg und dann am Freitag und am Samstag und am Sonntag bei Veranstaltungen und in allen Bezirken aktiv sind und dann das, was sie machen in Brüssel, den Leuten vermitteln.
Und das ist, glaube ich, unsere Aufgabe. Und das machen leider sehr viele nicht. Und das, glaube ich, wenn man das schafft, mehr Leute, mehr Abgeordnete zu haben, die wirklich auch Begeisterung dafür haben, die wirklich auch da sind und durch die Bezirke regeln, dann wird auch das Problem mit der Wahlbeteiligung zu lösen sein. Und vielleicht als kleinen Kommentar herbeizutreten, die Frontex-Geschichte. Nur als Beispiel. Frontex, großes Thema, Ratspräsidentschaft, wir wollen ausbauen hin und her, und da muss man viel tun, stimmen wir zu, absolut. Und dann ist im Rat der Europäischen Union, wird das diskutiert, die Kommission sagt, machen wir 2020 sofort, ist notwendig. Und dann sagt der Herr Kickl, na, 2027, lassen wir uns Zeit, der Herr Seehofer sagt, na, 2025, und zeitgleich schreien sie, dass die Europäische Union unfähig ist. Und da, glaube ich, liegt der Hund begraben, dass es einfach so leicht ist, auf die EU zu schimpfen, wie das gerne manche tun, und in Wahrheit sehr viel in Brüssel passieren könnte, wenn man die Mitgliedstaaten nicht blockieren würde. Deswegen fordern wir auch, um konkret zu sagen, wie man es lösen könnte, mit einer Vertragsänderung vom Vertrag von Lissabon eine zweite Kammer, einen Senat ähnlich den Vereinigten Staaten von Amerika, statt diesen unsäglichen Rat, wo hinter verschlossenen Türen agiert wird. Herr Wittberger, ich bleibe noch ganz kurz mit bei Ihnen. Wir haben, und vor allem auch Sie, sehr viele Themen jetzt angesprochen, die von internationaler Bedeutung sind, die von überregionaler Bedeutung sind. Wir wollen aber an diesem Abend auch lokale und regionale Facetten beleuchten. Auch Sie als steirischer Spitzenkandidat, was ist Ihnen denn für dieses Land, für dieses Bundesland ein besonderes Anliegen, dass dieses Anliegen in der EU möglicherweise verwirklicht wird? Ja. Also ich glaube, da gibt es einige Beispiele. Für mich ist eines, also mal so, ich glaube, dass um eine Begeisterung für Europa zu haben, um dieses europäische Lebensgefühl, das wir verteidigen wollen und ausbauen wollen, dazu muss man es mal kennenlernen. Und das funktioniert bei Erasmus beispielsweise sehr gut für Studierende. Aber die Programme für Lehrlinge, für Schüler funktionieren überhaupt nicht gut. Und da für junge steirische Schüler, egal welche Schule, für Lehrlinge, für Fachhochschulstudenten auszubauen, die Programme, weil die eben für Lehrlinge und für Schüler nicht funktionieren. Wo man denkt, es gibt einige, die nach Amerika gehen, die gewisse Privileg haben, das machen können, ein Austauschsemester dort während der Schulzeit zu machen. Aber gibt es das in der Europäischen Union? Nein, leider nicht. Oder nur in ganz geringem Ausmaß. Ja? Und ich glaube, dass wir hier sagen, wir bieten den jungen Steirerinnen und Steirern eine Möglichkeit, Europa kennenzulernen. Und machen das flächendeckend, nicht nur für quasi die akademische Elite, sondern für jeden. Dann ist das eine konkrete Sache, die ganz, ganz viel ermöglichen wird. Danke. Herr Weyer, Sie haben vorhin gesagt, Europa ist mehr als EU. Wie könnte es denn gelingen, auch aus der Steiermark heraus, wo Sie als einen der Slogans gewählt haben, mehr Steiermark für Brüssel, aber zugleich Sujets zu sehen sind, auf denen der Wiener Spitzenkandidat bedankt werden kann und der Parteivorsitzende. Wie könnte es denn gelingen, die traditionell eher EU-skeptische Klientel der FPÖ zu bewegen, die sich am 26. zu den Wahlurnen zu bewegen? Darf ich nur immer auf den Herrn Windberger noch ganz kurz eingehen, weil schlicht nicht stimmt, was er sagt. Die Neutralität steht in Verfassungsrang, das ist schon mal so, da müsst ihr vielleicht eine neue Expertise einholen. Es gilt eines auch der Baugesetze der Verfassung und ihr wollt einen EU-Pass. Also was anderes bedeutet das als die Aufgabe der Republik Österreich, wenn wir dann einen EU-Pass haben. Ja, nur so viel dazu. Das stimmt natürlich, aber ich glaube, es geht in beide Richtungen. Ne? Man kann sagen, mehr Österreich und weniger Europäische Union, kann aber auch sagen, mehr Österreich für Brüssel, ja, also mehr zum Beispiel, da ist ja der EU-Pass, mehr, ja, ja, aber das ist nicht, passt natürlich logisch nicht zu ihrer Argumentation dazu, gell? Würde ich mir neue Expertise besorgen. Und ich glaube, es geht in beide Richtungen. Wissen Sie, was mir zum Beispiel immer, also was wirklich eine Sache ist, die unsere Zukunft angeht, ist zum Beispiel die Atomkraftwerke, von denen wir umgeben sind. Ja, das ist Gryschko, das ist Mochovce, das sind Kraftwerke, da haben wir im Steirischen Landtag uns schon unterhalten darüber und haben gesagt, da war also ein Konsens da, dass man sagt, dieses Werk kann nicht weiterlaufen, das ist keine 100 Kilometer von Graz, Gryschko. Das ist etwas, denke ich, wo man im Rahmen einer EU-Partnerschaft, dass man sagt, wir sind Partner, da gibt es Solidarität und Solidarität ist keine Einbahnstraße. Das wäre etwas für die Region, dass man sich einsetzt und sagt, bitte sperren wir dieses Atomkraftwerk, so lieber heute als morgen, lieber gestern zu, ja, aber auch Mochovce. Das sind zwar Dinge, die jetzt nicht in die Zuständigkeit direkt
Fall. Ja, aber die wir auf jeden Fall, denke ich, zum Beispiel würde ich da jetzt die Kandidaten hier alle mal an die Kandare nehmen wollen und sagen, setzen wir uns gemeinsam im nächsten Parlament ein, zusammen auch mit einer starken Regierung, beziehungsweise dann mit der neuen Kommission, dass wir sagen, diese Atomkraftwerke können zugesperrt. Ja? Das ist etwas, was man konkret auch für die Region machen kann und wo ich glaube, hier sitzen immerhin 1, 2, 3 zumindest, wohl wahrscheinlich so der Wähler will, im nächsten Parlament vertreten sein werden, dass wir da gemeinsam am Strang ziehen. Dankeschön. Herr Weiß, als Biobauer, gerade Bauern sind ja die Gruppe, wo sehr viele EU-Skeptiker mittlerweile vertreten sind. Wie kann man die Gruppe der Bauernschaft motivieren und ihnen erklären, dass es sehr wohl eine wichtige und wesentliche Aufgabe wäre, mitzubestimmen, zur Wahl zu gehen und die positiven Seiten für sich herauszuholen? Wie kann man die EU-Skeptiker unter der Bauernschaft quasi aufwecken? Ja, da gibt es Positives und Negatives zu berichten. Auf der positiven Seite ist eine positive Agraraußenhandelsbilanz. Die österreichische Landwirtschaft und vor allem auch das Wachstum der Biolandwirtschaft, aber auch der hochqualitativen Produktion von Milchprodukten hängt maßgeblich an dem europäischen Markt, an unseren Exporten. Unsere Lebensmittel sind sehr beliebt, vor allem in Deutschland, aber auch anderswo. Das gibt eine Menge Chancen für uns. Auf der anderen Seite, wenn ich mir meine Region anschaue, die Bauern stehen, die meisten stehen alle mit dem Rücken zur Wand. Es kann kaum einer leben von seinem Betrieb. Und es wundert mich nicht, wenn jedes Jahr 3, 4 Betriebe täglich zusperren und das seit Jahren, dass dann eine Skepsis ist gegenüber einer gemeinsamen Europäischen Union. Und es gibt auch tatsächlich einiges zu reparieren. Ich sehe nicht ein, dass wir in Europa und in Österreich und hier in der Steiermark mit unserer Produktion hohe Tierschutzstandards einzuhalten haben, hohe Umweltstandards, und ich stehe dazu, auch hohe Sozialstandards, wenn wir Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen beschäftigen, und aber diese selben Standards nicht für Produkte gelten, die wir in die Europäische Union importieren. Das kann so nicht weitergehen. Ich war gerade letztes Wochenende am Sonntag bin ich zurückgekommen aus der Ukraine. Da werden Händeln in Massen gehalten. Der größte Stall, 220 Millionen Händeln, so in einem einzigen Konzern, der größte Stall. Und dann dürfen die einfach frei auf den EU-Markt importieren. Da gibt es keine Umweltstandards, keine Tierschutzstandards. Da kommt nie ein Tierarzt in diese Einrichtungen. Und da müssen wir einiges reparieren. Das kann so nicht weitergehen. Ich bin der Meinung, ich habe jetzt ein halbes Jahr die gemeinsame europäische Agrarpolitik mitverhandelt. Ich bin der Meinung, wir sollten europäisches Steuergeld verwenden, um europäische Bäuerinnen und Bauern dabei zu unterstützen, dass sie gesunde Lebensmittel und das mit möglichst wenig Umweltschaden, gesunde Lebensmittel für europäische Bürgerinnen und Bürger produzieren. Und da gibt es noch einiges zu arbeiten. Ich kann den Bäuerinnen und Bauern nur empfehlen, sich an jene zu halten, die auch tatsächlich die Arbeit machen im Parlament. Also ich rege überhaupt dazu an, Politiker, Politikerinnen nicht an dem zu messen, was sie sagen, schon gar nicht vor der Wahl, sondern was sie dann auch tatsächlich tun in ihrem politischen Handeln. Und ja, ich meine, es ist richtig. Also wenn es um Atompolitik geht, dann stimmen immer alle österreichischen Abgeordneten im Europaparlament dagegen. Das ist richtig. Aber eine Regierungsinitiative seitens der FPÖ hätte ich jetzt wirklich vermisst, die einmal auf die Nachbarstaaten zugeht. Da gibt es ja durchaus gute Kontakte zu einem Ministerpräsidenten Babiš, der übrigens jetzt eine Anklage hat am Hals und polizeilich ermittelt wird, einem Herrn Orban, gegen den die Europäische Betrugsbehörde Olaf ermittelt, beziehungsweise gegen seinen Schwiegersohn wegen Förderbetrugs. Aber ist egal, ja, da gibt es ja gute Kontakte und die haben ja alle Atomkraftwerke, und der Herr Orban, der baut jetzt auch ein neues mit russischem Geld, ne, Paks 2, und da müsste man schon wirklich konkrete Initiativen setzen und das nicht nur fordern, sondern wenn man schon in einer Regierungsfunktion ist, dann auch wirklich Nägel mit Köpfen machen. Dankeschön. Ich möchte Sie ansprechen, Frau Dr. Vollert und Frau Schmidbauer. Die Wahrscheinlichkeit, dass das nächste EU-Parlament wesentlich pluralistischer und damit aber auch fragmentierter zusammengesetzt sein wird, als es bisher der Fall war, ist sehr hoch. Was bedeutet das für die EU? Naja, man wird wie eigentlich nach jeder Wahl danach dann schauen müssen, wie ist die Wahl ausgegangen und wo können sich sinnvolle zukunftsträchtige Koalitionen bilden. Da wird es sicher Gespräche geben müssen zwischen den einzelnen Fraktionen, dass man schaut, wo sind die Themen, wo man miteinander gute Dinge für Europa beschließen kann. Sie haben ja früh gefragt nach den Dingen jetzt regional, was uns da ein Anliegen ist. Ich glaube, gerade die Vielfalt der Regionen ist eine große Stärke innerhalb der EU, die Unterschiedlichkeit.
Also ich glaube, alles, was Regionalentwicklung begünstigt, ja, von der EU-Ebene, ist auch gut für die Steiermark. Hier lohnt es sich, sich einzusetzen. Wir wissen, dass viele Regionen sich damit plagen, einen Strukturwandel zu vollziehen von alten Industrieregionen jetzt hin zum Beispiel zu einer florierenden Tourismusregion. Hier gibt es durchaus Möglichkeiten, dass man auch über EU-Förderungen hier Prozesse, die wichtig sind, unterstützt. Was auch aus Sicht der Steiermark ein großes Thema ist, ist das Thema gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort. Wir liegen an dieser ehemaligen Ost-West-Grenze und es gibt ja leider in den EU-Staaten nach wie vor das sehr, sehr starkes Lohngefälle. Ein Arbeiter in Bulgarien verdient immer noch ungefähr nur ein Sechstel von dem, was ein Arbeiter, Arbeiterin in der Steiermark verdient. Und dieses Lohngefälle wird natürlich für Lohndumping ausgenutzt. Es gibt jetzt eher auf Druck der Gewerkschaften und auch der S&D-Fraktion die Richtlinie, die Entsenderichtlinie, die eben verkürzt besagt, gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort. Wichtig ist halt, dass das dann auch kontrolliert wird. Also die Arbeitsbehörde, die europäische, für die wir ja sind und uns sehr einsetzen, würde gerade aus Sicht der Steiermark einen großen Sinn machen. Und auch die gemeinsame Agrarpolitik ist, glaube ich, aus Sicht der Steiermark wichtig. Wir wissen, dass wir gerade in der Steiermark noch eine relativ kleinstrukturierte Landwirtschaft haben. Und so wie die Agrarförderungen derzeit ausgeformt sind, begünstigen sie die Großen. So nach dem Motto, wer viel hat, dem wird viel gegeben. Und da ist unser Zugang gerade jetzt auch in den Verhandlungen immer wieder eingebracht. Wir wollen, dass wir die Flächenförderungen, die es ja jetzt zu einem Großteil sind, deckeln, hier einen klugen Deckel einziehen, einen relativ tiefen Deckel, und die Gelder, die dadurch frei werden, dann genau für Biobetriebe, für Familienbetriebe, für nachhaltig wirtschaftende Landwirtschaften einsetzen, dass auch die gut zu Förderungen kommen, dass ihr Bestand fortgesichert ist. Weil ich denke, gerade aus Sicht des Klimawandels müssen wir alles tun, unsere kleinstrukturierte Landwirtschaft zu fördern und zu unterstützen und es ihnen nicht so schwer zu machen, dass sie Gelder entweder gar nicht abholen können oder eben nur in einem sehr geringen Ausmaß. Dankeschön. Frau Kiefbauer, was werden Ihre steirischen Akzente sein? Die steirischen. Also ich glaube, Ausstieg fossile Brennstoffe, Atomkraft, sind wir uns hier am Tisch einig. Ich meine, wir werden ja auch, egal ob das jetzt 3 oder 4 steirische Abgeordnete sind, für die Steiermark, für unser Land, für unsere Heimat agieren und arbeiten müssen. Ich bin auch vollkommen bei dir, wenn es um Politik geht, bezahlte Politik geht, dass Politiker auch eine Leistung bringen müssen. Ich habe das auch als Bürgermeisterin immer so gehalten. Das ist einfach so, ist eine Selbstverständlichkeit. Für mich, ich glaube, das ist eine Charaktereigenschaft. Und schlussendlich ist jede Wahl eine Persönlichkeitswahl. Also das ist einfach so. Ich glaube, wenn mir derjenige oder diejenige nicht sympathisch ist, dann schaltet der Mensch einfach ab. Wir brauchen wieder einen Draht, einen Kontakt zum Menschen. Und da, wenn etwas überspringt, dann bin ich neugierig und dann will ich dem zuhören und dann will ich dem Programm zuhören. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Zu dem, was Frau Vollert gesagt hat, Förderungen für Regionen und den ländlichen Raum hat es ja schon sehr viel gegeben. Und ich glaube auch, dass die für bestimmte Regionen lebensnotwendig waren und auch sind, um dort die Abwanderung aufzuhalten. Das ist einfach so. Als Bürgermeisterin habe ich das gesehen, wenn heute jemand sich, und das ist immer eine Frage der Frauen, das muss man auch sagen, wenn ein neues Zuhause gesucht wird, der Ort zum Leben, dann wird nach verschiedenen Kriterien der Platz ausgesucht. Gibt es einen Nahversorger, gibt es Ärzte, gibt es einen Kindergarten, gibt es Schule und, und. Also ich glaube, genau für unsere Steiermark, wo Regionen sind, die noch wachgeküsst werden müssen, auch wirtschaftlich wachgeküsst werden müssen, ist Europa und die Förderungen dazu ganz, ganz wichtig. Dann wurden die Agrarförderungen angesprochen. Ich bin Landwirtin, ich bin aus Leidenschaft und Überzeugung Landwirtin und ich finde es immer sehr lustig, wenn dann auf einmal alle Agrarexperten werden. Ja? Es gibt Dinge, die kann man besser machen, aber das weiß man nur, wenn man es probiert hat, und man muss aus Fehlern lernen, da brauchen wir überhaupt nicht reden. Wir haben in Österreich, nicht nur in der Steiermark, sondern in Österreich, landwirtschaftliche Betriebe, die ihresgleichen erst auf Europaebene suchen müssen.
Ich bin voll beim Herrn Weiz. Ich habe auch an Kommissarin Malmström einen Brief geschrieben. Dieser Skandal, der eben angesprochen wurde mit dem Geflügel, das ist etwas, das darf es nicht geben. Das darf es absolut nicht geben. Warum? Weil es dann natürlich wieder Richtungen gibt, die vor einer Wahl populistisch werden. Und mit uns persönlich weh, wenn dann eine Berufsgruppe generell wirklich in den Schmutz gezogen wird. Weil wir haben hier Standards in Österreich, in der Steiermark, die wirklich einzigartig sind. Sprich, Tierwohl-Standards. Und auch ich bin für eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung für Lebensmittel auf europäischer Ebene. Ich glaube, da haben wir einen Konsens. Was die Förderungen generell betrifft, keine Bäuerin, kein Bauer, kein Betrieb kriegt ein Geld geschenkt. Dafür müssen Leistungen erbracht werden, die sehr streng kontrolliert werden. Und es macht einen großen Unterschied, davon zu reden oder selbst davon zu leben und in der Landwirtschaft tätig zu sein. Also es ist keiner dabei, der etwas geschenkt bekommt. Und ich möchte wirklich davor warnen, eine Berufsgruppe immer an den Pranger zu stellen und als Förderempfänger darzustellen. Das tut uns allen nicht gut, weil wenn die letzte Bäuerin, der letzte Bauer seine Stalltüre zugesperrt hat, dann werden wir alle wissen, was wir verloren haben. Und das sind Dinge, die nicht mehr gut zu machen sind. Und Lebensmittel, ja, es gibt zwei Berufsgruppen, die den Menschen am Leben erhalten. Das sind die Mediziner und das sind die Bäuerinnen und Bauern. Und dazu ergänzen. Ad hoc ein Satz, weil einfach mich das jetzt herausgefordert hat. Die Agrarförderung ist leider zu einem Großteil als reine Flächenförderung organisiert. Das heißt, die Leistung, die Sie angesprochen haben, besteht da einfach nur darin, möglichst viel Fläche zu haben. Ja? Und gerade weil wir das eben nicht wollen, dass unsere Bauern quasi zusperren müssen, müssen wir das ändern. Und die in der Diskussion jetzt über die Reform der Agrarförderungen, der GAP, waren es wieder die konservativen Parteien, die das verhindert haben, dass man hier einen guten Schritt weiterkommt. Also da sollte schon das, was man sagt und dann aber auch die Arbeit im Parlament wie aus einem Guss sein. Weil ich glaube, das ist wirklich ein wichtiges Thema, wo wir auch dann in der Beschlusslage weiterkommen müssen. Frau Vollert, das Zwei-Säulen-Modell sagt Ihnen etwas? Freilich. Sagt Ihnen etwas, gut. Und ich werde jeden Betrieb, der noch so klein ist, Bergbau, ganz kurz. Es gibt Direktzahlungen und es gibt die ländliche Entwicklung. Was die Frau Vollert sagt, die Kleinen und Kleinsten zu unterstützen, das kann auch ich unterstützen, vollkommen. Wir brauchen aber auch die Großen oder die Größeren und riesengroße Betriebe haben wir in Österreich nicht. Es wird über das Capping gesprochen, wird auch auf EU-Ebene besprochen werden. Wir brauchen die Großen, um eine Lebensmittelsicherheit für Österreich, für die Steiermark zu garantieren. Wir können eben nicht nur mit den Kleinen überleben, wenn wir auf Importe verzichten wollen. Und Importe bedeutet auch, das Klima zu belasten, massiv zu belasten. Und dazu Herr Berger von den EOS. Ja, ich glaube, das ist zu einfach gedacht, wenn man nur die gemeinsame Agrarpolitik verteilt. Da gibt es gewisse Bereiche, die relevant sind und die auch absolut zu schützen sind. Die 20% für Biodiversität, für Steinflächenmarkt, für die Bergbau, super, brauchen wir nicht reden. Aber wenn man sich anschaut, dass das 375 Milliarden sind, jeder dritte Euro, den die EU ausgibt, und dann sie anschaut auf transparenzdatenbank.at zum Beispiel, wo das in Österreich hinfließt, über 1 Million an die Stiftung Fürst-Liechtenstein, 900.000 an das Weingut Schloss Halbton, mein guter Wein, aber warum das irgendwie so ein Steuergeld zahlen soll, sehe ich nicht ein. Alles schön und gut, was Biodiversität betrifft, was kleine Betriebe betrifft, aber diese großen Betriebe zu unterstützen, die Frau Vollert recht, das ist nicht fair. Und so wie Sie es aus der bäuerlichen Perspektive kennen, kann ich als Entwicklungsexperte, bin seit 3 Jahren bei der UNO in Wien, kann Ihnen sagen, wenn ich in Ghana, im weltgrößten Markt für Ananas, sehe, dass die Ananas-Saftpackerl in Ungarn verpackt werden, hochsubventioniert. Wenn ich in Burkina Faso sehe, dass die lokalen Tomaten teurer sind, weil die hochsubventionierten spanischen Tomaten da billiger sind, und wenn ich weiß, dass 60% der Menschen in Afrika südlich der Sahara von der Landwirtschaft leben und dort die Leute einfach gezwungen werden, weil in der Landwirtschaft es keine Möglichkeit mehr gibt, durch diese Dumpingpreise entweder den Weg übers Mittelmeer anzutreten oder sich sogar Extremisten anzuschließen. Vielleicht kurzer Exkurs, im letzten Jahr beim EP war der Chef der Kleinbauernvereinigung von Burkina Faso
Und der hat gesagt, naja, bei uns, die Leute schließen sich da wieder im islamischen Maghreb an, weil es die einzigen sind, die zahlen. Und die Landwirtschaft, wo die vorher angestellt waren, geht es nicht mehr aus. Also ich glaube schon, dass man das differenzierter sehen muss. Und ein klares Ja zur Nachhaltigkeit, zu den 20%, aber ein klares Nein zu dieser Förderung für große Betriebe. Das kann es nicht sein. Das ist nicht nur unfair uns gegenüber, aus einer steuerlichen Perspektive, sondern vor allem auch eine Frechheit gegenüber den Menschen in anderen Ländern, vor allem in Afrika, die dadurch de facto zu einer Flucht gezwungen werden. Möchte ich die reine Agrardiskussion ein bisschen abschließen, möchte aber trotzdem Ihnen noch die Gelegenheit geben, Herr Weitz, aus grüner Sicht Ihre Intention. Die NEOS haben ihre Rhetorik gut gelernt, nur sollten sie dann vielleicht einmal ihre Welthandelspolitik überdenken, ihre Globalisierungsgläubigkeit überdenken, denn genau diese Orientierung am Welthandel führt zu Erzeugerpreisen, also Produktionspreisen in Europa, die denn nicht einmal die Produktionskosten decken. Aber das könnte man vielleicht extra mal diskutieren. Frau Schmidbauer, ich spreche Ihnen ja nicht Ihre persönliche positive Motivation ab, aber ich sage Ihnen nur, für welche Gruppe Sie da kandidieren. Erstens einmal ist von der österreichischen ÖVP aus im Agrarausschuss überhaupt niemand mehr aufgetaucht, seit Elisabeth Köstinger Ministerin geworden ist. Zum Zweiten muss ich positiv anmerken, die SPÖ war da mit der Frau Kadenbach, die war zwar keine aktive Bäuerin, die hat sich aber ordentlich ins Zeug gehaut für die kleinbäuerliche Landwirtschaft hier in Österreich. Unter ihrer Gruppe, also die jetzt die Berichterstatterin zur jetzigen Agrarpolitik, zum Vorschlag jetzt, das ist eine ÖVP-Kollegin, zukünftige Kollegin von Ihnen, die Frau Herrens-Garcia, die hat den Vorschlag des Cappings bei 60.000 Euro, der übrigens von der Kommission gekommen ist, abgelehnt, hat den auf 100.000 Euro hochlizitiert und dann gibt es kein echtes Capping, sondern dann soll man pro Hektar 25% weniger bekommen. Also es ist Ihre Fraktion, die hier Agrarindustriepolitik macht und sich bewusst gegen die kleinbäuerliche Landwirtschaft wendet. Ihre Fraktion sagt so Dinge wie, das sind ja überhaupt keine Bauern, sagen wir mal, bei 10 Hektar fangen wir mal an, darunter sind das gar keine Bauern. Diskussion aktiver Landwirt, wenn einer nicht mindestens 50% seines Einkommens rein aus Landwirtschaft verdient, nicht Tourismus, nicht Radtrag fahren für den Skitourismus im Winter, dann ist er gleich gar kein Bauern, soll gleich überhaupt keine Förderungen bekommen. Ich warne Sie nur vor, für was für eine Gruppe Sie da kandidieren. Vorsicht, wirklich Vorsicht. Und wissen Sie jetzt, weil Sie haben auch die ukrainischen Importe angesprochen, die Kredite für diese Firma MHP kommen von europäischen Institutionen, europäischen Investitionsbank, Europäische Bank für Entwicklung und Zusammenarbeit, wo Ihr Finanzminister, der Herr Löger, drinnen sitzt und Ihr Finanzminister all diesen Krediten zugestimmt hat und übrigens auch alle vorherigen Finanzminister, die ja zumeist auch Ihrer Fraktion angehört haben. Und also das heißt, Sie mit Ihrer Fraktion verursachen das Problem und auf der anderen Seite bemüht sich dann der Bauernbund um die Rettung der bäuerlichen Landwirtschaft. Die Kennzeichnungspflicht habe ich vor vielen Jahren hier als Landwirtschaftskamerad in der Steirischen Landwirtschaftskammer eingefordert. Die Kammer hat sich dann auch dafür ausgesprochen. Selbst der Bauernbund spricht sich dafür aus. Ich glaube Ihnen das auch, dass Sie das ehrlich meinen. Nur Sie setzen sich ja in Ihrer eigenen Fraktion nicht durch. Weil warum haben wir das noch nicht? Kennzeichnungspflicht vom Fleisch im Wirtshaus? Weil der Wirtschaftsbund dagegen ist und der ist bekanntlich auch in Ihrer Fraktion und gegen den haben Sie intern keine Chance mehr. Wie soll dann die grüne Handschrift ausschauen in der EU-Politik? Ja, ich habe es vorher schon gesagt, gesunde Lebensmittel mit Berücksichtigung der Umwelt, die leistbar sind, unterstützt mit europäischem Steuergeld für Europäerinnen und Europäer. Ich halte nichts davon, dass man steirischen Wein nach Kalifornien führt und den kalifornischen Wein in die Steiermark. Freihandel gut und recht, aber bei Lebensmitteln hört sich bei mir der Spaß auf. Bei mir auch, da muss ich jetzt, bitte, sei mir gestattet. Ich habe 7,5 Hektar. Achso, Entschuldigung, danke vielmals, aber manchmal gehen dann die Emotionen mit mir durch. Herr Weitz, ich habe 7,5 Hektar. Sie können jetzt und jeder andere hier sich aussuchen, ob ich zu den Großen oder zu den Kleinen gehöre. Ich bin durchaus bekannt, auch nicht so populäre Dinge anzusprechen, habe auch den Mut dazu. In meiner Fraktion, aber natürlich nach außen, eine Einheit, das lebe ich auch in einer Familie. Diskussion darf man zulassen. Ich habe Frau Malmström auch, abgesehen davon, ich kann nichts dafür, dass die ÖVP niemanden mehr in Brüssel hat im Parlament. Dass unsere Elisabeth Köstinger, die einen sehr guten Job erledigt hat, Ministerin wurde. Das sind 5 Abgeordnete. Aber im Agrarausschuss waren wie viele? Die Agentin hat inzwischen Ottmar Karas übernommen. Ja, dafür kann ich nichts. Ich habe 7,5 Hektar, also bin ich eine Kleine und dann wissen Sie auch, wofür ich stehen werde. Ich stehe für Regionalität und Saisonalität. Das lebe ich.
Und das bläue ich auch allen ein. Ich scheue mich auch nicht, mit anderen Diskussionen aufzunehmen, auch wenn sie im gleichen Bund sind. Manchmal müssen wir uns das Zuhören verschaffen. Und manchmal brauchen Dinge, Dinge einfach Zeit, um andere zu überzeugen. Ihre Fraktion geht genau in die andere Richtung. Und ich habe Frau Malmström einen Brief geschrieben, auch wenn das mein Finanzminister oder sonst etwas ist, weil ich das nicht in Ordnung finde. Gibt es eine Antwort auf den Brief? Nein, noch nicht. Ich habe ihn erst weggeschickt. Das hätte übrigens auch jeder andere machen können. Ich stehe dafür ein, dass ich das als eine Frechheit empfinde und dass ich solche Situationen nicht haben will, weil das auch unfair für den Konsumenten ist. Ja, nur Kraft Ihres konservativen Vorschlags wird die zweite Säule, das ist die ländliche Entwicklung, um 25% gekürzt. 25% weniger für LEADER-Projekte, 25% weniger für den ländlichen Raum. Das ist nun einmal die Realität der parlamentarischen Fraktion, für die Sie kandidieren. Ich spreche Ihnen Ihre Motivation nicht ab. Das ist aber noch nicht beschlossen. Das ist ein Vorschlag. Verhandlungsstand. Ich habe es im Ausschuss beschlossen. Ja. Ein Vorschlag, nicht mehr. Herr Mayer, auf ganz aktuellen neuen Plakaten, die seit gestern, vorgestern auch in Graz zu sehen sind, ist wohl ein großes Schwerpunktthema, das Thema FPÖ schlechthin zu erkennen, als von EU-Asylchaoten etc. die Rede, tragen Sie genau dieses Thema aus der Steiermark kommend so mit? Also ja, natürlich trage ich dieses Thema mit. Das ist natürlich sehr vielschichtig, dieses Thema, und verfolgt uns schon seit Jahren. Darf ich nur ganz kurz, weil es mich wirklich manchmal ärgert, ganz kurz über die Landwirtschaftsdiskussion nicht weit ausbreiten. Aber wir vergessen das nicht. Nur es gehört eines auch gesagt. Ja, seit dem Beitritt heute ÖVP in Wahrheit die Landwirte in Österreich am Schmäh. Ja, und es gibt diese Flächenförderung. Und wir wissen, das ist selten ein Moment, wo ich mit dem Herrn Wirntberger einer Meinung bin. Da gibt es die Großflächenförderung. Ja, und seit dem Beitritt wird da Schmäh geführt mit den österreichischen Landwirten. Ich glaube, man sollte vielleicht einmal in sich gehen, dann als Landwirt, und sagen, vielleicht ist das noch nicht die richtige Wahl. Ja, natürlich, die Migration ist seit dem Migrationskrise, wenn Sie das so wollen. Wir haben nur Krisen seit 15 in der EU, haben wir heute darüber diskutiert. Ich würde das als Krise, es gab diese Migration, ja, und ich sage es auch hier ganz deutlich, weil das wird oft gerne auch von den politischen Mitbewerbern durcheinandergebracht. Ja. Es gibt Asyl und es gibt Wirtschaftsmigration. Ja. Und diese zwei Dinge muss man sehr deutlich trennen. Asyl steht außer Streit, haben wir Verpflichtungen, wenn jemand einen Asylstatus hat, dann bekommt er auch ein Asylrecht, und es gibt Wirtschaftsmigration. Und wir werden in Europa nicht die ganze Welt retten können. Das wird nicht funktionieren. Ja. Das heißt, wir müssen schauen, wie kann Migration passieren. Ja. Und vor allem, und das ist ja nur die eine Seite, einen nützlichen und funktionierenden Außengrenzenschutz, wo niemand im Mittelmeer stirbt, sondern wo man rechtzeitig schon erkennt und diese Möglichkeiten gibt. Sie war in Spanien, in Malaga, bei dieser Zivilgarde, die Grenzen und die Küste überwacht. Die erkennen zum Beispiel sofort, wenn ein Boot startet in Afrika, sagt er, er weiß genau, ist das ein Schlepperboot, ist das ein Drogenboot, ist das ein normales Verkehrsboot, ist das ein Transporter. Die wissen das zur Sekunde, weil sie wissen, je nachdem wie schnell das ist, wann das startet, fahren dorthin, schleppen die direkt zurück und niemand ist gefährdet. Ja. Aber noch einmal, ich weiß schon, die Grünen betten gern und die Sozialisten machen auch die ganze Welt retten, wird aber nicht funktionieren. Ja. Das heißt, als zweite Möglichkeit oder als zweiter Ansatz muss dann passieren, dass wir ja die Neos-Politik ist mir noch nicht ganz klar, wie das logisch nachvollziehbar ist. Also mit dem Reisepass ist das ein bisschen Eigentor gewesen. Aber und ich habe schon einen, danke. Da muss man natürlich auch ansetzen und den Menschen vor Ort helfen. Ja, das ist ja ohne Zweifel, zumal es ja auch weniger kosten würde. Ja, und da bin ich jetzt komischerweise wieder mit dem Kollegen von Neos d'accord. Das ist ja genau das Problem. Wir exportieren eine riesen holländische Landwirtschaft, die Händelproduktion hat, liefert nach Afrika Händel. Ja, was für ein Wahnsinn, und ruiniert dort vor Ort die ländlichen Bauern und diese Kleinbauern. Das ist natürlich etwas, wo wir uns dann selbst ins Fleisch schneiden, ja, und sagen, wir helfen denen da unten, und auf der anderen Seite zerstören wir die Struktur, ja, die ländliche Struktur vor Ort. Das heißt, der sagt natürlich, gut, jetzt ist das Händel aus Holland billiger, ja, aber ich habe keine
Einkommen, ich habe kein Einkommen mehr. Und da gibt es zahlreiche Ansätze, wie man das Problem angehen muss. Und ich habe gerade gehört, da gab es immer Schlechtreden und Schimpfen über die EU. Darum geht es nicht. Es geht nicht um Schlechtreden oder um Schimpfen, sondern es gibt Dinge, die gehören geändert. Ja, und ich glaube, da sind wir uns aber eh im Wesentlichen einig. Ja. Das ist relativ neu. Ich glaube, bis auf Ottmar Karas sehen das alle so. Es funktioniert nicht alles in der Europäischen Union. Ja. Und seit dem Brexit gab es auch damals, ich war in Straßburg im Parlament, das war die Woche drauf, wo wir eine Sitzung hatten. Ja. Also da war ziemlich durch das gesamte EU-oberen Establishment eine Nachdenkphase, die gesagt haben, okay, vielleicht machen wir irgendwas falsch. Ja, wie man das in einer Firma auch macht. Ja. Wenn ich sage, die Firma läuft nicht, dann muss ich in mich gehen und sagen, ich verifiziere mal, was rennt hier falsch. Ja. Und das Mittel, das aber dann gefunden wird, ist erstens, die bösen Rechtspopulisten sind schuld am Brexit. Ja, das wird dann der Kollege von der NEOS gleich sagen. Es war aber David Cameron, der diese Abstimmung initiiert hat. Ja, das muss man auch ganz klar sehen. Und zweitens dann zu sagen, das bedeutet Brexit, wir müssen immer mehr Europäische Union und immer mehr Kompetenzen nach Brüssel. Nein, das kann es für uns nicht bedeuten. Es gibt die Szenarien, die fünf verschiedenen von Jean-Claude Juncker, die er nach dem Brexit präsentiert hat, weil das so immer nicht dieser Schock so in den Knochen gesessen ist und die dort draußen glaubt haben, die Insel wird untergehen. Komischerweise ist es noch immer nicht untergegangen und wird auch, nachdem sie vielleicht die Union verlassen haben, nicht untergehen. Ja? Ich bin schon wieder bei Sie, was auch gut ist, bei sehr großen Themen. Herr Lindberger wird eine kurze Replik liefern, aber vorerst noch eine ganz kurze Nachfrage von mir. Die seinerzeitige, sehr kontroversiell diskutierte Einsatzübung im Spielfeld, Sie können sich erinnern und Sie wissen, was ich meine, das würden Sie von der Idee her so mittragen. Das war für Sie in Ordnung, das war zielführend und das ja, war warum gut. Nicht, frage ich jetzt einmal, weil zum Wesen eines Staates gehört es, dass er seine Grenzen schützt und nicht, dass einfach irgendjemand über eine Grenze marschiert, ohne dass er einen Ausweis hat, ohne dass er sagt, wer er ist und sagt, ich bin jetzt hier oder auch nicht und ich gehe vielleicht weiter oder auch nicht. Das ist das Wesen, eines der Wesen eines Staates, dass ich meine Grenze schütze und kontrolliere, wer kommt dort rein. Aber es hat sehr deutliche Stimmen gegeben, dass es eindeutig zu viel der Prophylaxe ist. Ja, aber das mag vielleicht sein, aber das ist vielleicht eher vom politischen Mitbewerber gewesen. Ja. Also das macht Sinn, ja, weil damit man eben so etwas wie 2015 nicht mehr erlebt. Ja, und das ist ja inzwischen auch Common Sense, sage ich. Sogar die Sozialisten plakatieren inzwischen, wir müssen unsere Außengrenzen schützen. Das war 2015 noch nicht so. Das sagen sogar die Grünen inzwischen, glaube ich, oder? Korrigiere mich aus. Also auch die sagen, wir müssen unsere Außengrenzen schützen. Das war für mich überhaupt das Weihnachtswunder. Aber das ist ja Common Sense. Ja? Die Frage ist, wie? Und ich glaube, wir alle sind auch der gleichen Meinung, dass man sagt, wir müssen gleichzeitig auch Hilfe vor Ort dann machen und den Menschen helfen, dass sie ein lebenswertes Leben dann in ihrem Heimatland leben können. Fairerweise, objektiverweise, müssen wir jetzt ganz kurz den Herrn Lindberger in den Blick geben lassen, zumal sie mehrfach angesprochen werden. Ich bin aber recht, gehen wir mal. Ja. Zweimal zumindest. Gern, also... Wenn man jetzt das Thema wie wir das FPÖ-Voten statt EU-Asylkarten sich anschaut, ich komme zu dem Punkt zurück, den ich vorher schon mal gemacht habe. Wir sind d'accord, wir wollen die Grenzen sichern, wir wollen Frontex ausbauen. Warum ist es dann so, dass die FPÖ, dass der Innenminister Kickl den Frontex-Ausbau blockiert, statt 2020 auf 2027 verschiebt? Wir haben jetzt schon drei oder vier Diskussionen gehabt, ich habe noch nie eine Antwort auf die Frage bekommen. Und es ist aber, glaube ich, relativ relevant, weil man kann nicht auf der einen Seite sagen, ja, wir sind dafür und Frontex ausbauen, und auf der anderen Seite, nein, das ist das Gleiche, wie die FPÖ sagt, na, Frechheit mit dem Parlamentssitz in Straßburg, und dann stimmen wir trotzdem dafür, dass wir beibehalten. Das geht einfach nicht. Das ist nicht einfach A. Woher haben Sie die Information? Das ist der Unsinn. Wir haben bestimmt schon 12-mal in dieser Periode für einen Sitz gestimmt. Ja? 12-mal. Das ist auch etwas, ja, können es gerne raussuchen. Sie werden kein einziges Mal sehen, dass wir nicht für den einen Sitz gestimmt haben. Und uns wäre sogar zur Verhandlung, dass man sagt, ob der in Brüssel oder Straßburg ist, damit man aus diesem Dilemma rauskommt, dass die Franzosen einen Vertrag haben, wo 12-mal zugesichert wird, dass die Sitzung durchschreitet. Wir haben mindestens 12-mal in dieser Periode dafür gestimmt, dass es einen Sitz geben soll. Ja? Schau noch, ich nehme gerne Wetten an. Aber das ist natürlich okay. Ein Thema. Da sieht man aber wieder, wie es mit der Kompetenz des Parlaments ausschaut. Ja, das Parlament kann zwar 12-mal sagen in einer Periode, wir wollen einen Sitz, da gab es eine deutliche Mehrheit dafür. Das Problem ist aber, wird im Rat beschlossen. Ja, und da gibt es ja die Einstimmigkeit, die hier in diesem Sinn dann eher schädlich ist, unter Anführungszeichen, beziehungsweise muss man mit den Franzosen einen Kompromiss finden. Ne? Das ist die. Gut, sind wir auch d'accord, dass Frankreich da blockiert. Ja, aber das lenkt vom eigentlichen Thema ab. Jetzt der Kurt Galant wieder über die Frontex-Geschichte drüber gerettet. Und ich glaube, vielleicht auch noch kurz, da muss man einen Schritt weiterdenken. Erstens einmal zu sagen, ja, vor Ort Chancen schaffen. Zweitens zu sagen, wir sichern die Grenzen, bauen Frontex aus, möglichst bald. Drittens zu sagen, wir haben europäische Asylzentren an den Außengrenzen, wie das der Gerald Knaus von der European Stability Initiative fordert, der auch den EU-Türkei-Deal maßgeblich mitverhandelt. Also wir das gefordert haben, war das ein Riesenskandal.
Danke. Riesenskandal. Ja, dass man hier eine Chance schafft und faires Verfahren für jeden hat. Und dann in einem weiteren Schritt auch zu sagen, diese Verfahren sollten europaweit gleich sein. Und wir brauchen hier eine europäische Lösung. Weil hier zu sagen, na, das funktioniert auf europäischer Ebene nicht, weil wir wollen vielleicht nicht, und das ist nämlich das wirkliche Problem, das ist für uns der falsche Zugang. Ich möchte nicht, dass in Spielfeld und im Murek und im Barat das Putte Grenzbalken wieder aufgekommen. Das so will wieder, so wie der Herr, darf ich bitte ausreden? Ich danke. Das ist, so wie es in Ungarn und in Slowenien ein Problem ist. Ja, und vielleicht noch kurz, letzter Satz, stimme ich auch zu. Unterschied, Asyl. Wirtschaftsmigration. Genau deshalb fordern wir nach kanadischem Vorbild ein Modell mit einem Punktesystem, wo man den Leuten klar sagt, wir haben diese und jene Mangelberufe und man gibt den Leuten eine Chance, weil die momentanen Optionen mit Rot-Weiß-Rot-Card und Blue-Card funktionieren nicht. Und da würde mich auch interessieren, wie steht da die FPÖ dazu? Weil dazu kommt nachher auch wieder nichts, weil das sind die Details, auf die es wirklich ankommt. Gut, danke. Was ich jetzt tun möchte, ist, dass ich einen Schwenk vollziehe nach diesem ersten Teil, nämlich einen Schwenk, dass ich das Mikrofon reiche in Richtung Publikum. Hier im Steirischen Presseclub sehe ich zahlreiche langjährige Beobachterinnen und Beobachter der politischen Szene, sehe etliche Journalistinnen und Journalisten und viele Kommunikationsfachleute. Und ich darf Sie einladen, jetzt direkt auch Fragen zu stellen, wer eröffnet diesen Reihen. Alle völlig überwältigt. Sehr komplett. Ein Mikro. Das Mikro das ist schon ist lautsprechend. Ich würde trotzdem einleiten, das Video und warum wir die Menschen für Europa begeistert und so. Ich hatte den Eindruck, in der Debatte ging es aber nur mehr um technische Fragen und die Gesundheit waren wieder weg. Fragezeichen. Ist das die Nähe, die vermisst wird von den Wählerinnen und Wählern, die da jetzt angesprochen ist? Nein, ich glaube sowohl als auch. Wir haben, wie du ja selber gesagt hast, am Anfang uns auf dieser Ebene bewegt, aber es waren da konkrete Fragestellungen da, auch seitens der Veranstalter. Und auf die sollte man dann schon auch antworten. Da haben wir uns einfach auf die Sachebene zu einzelnen Fragen, die zu klären anstehen, begeben. Und ich glaube, das ist auch wichtig für die Wählerinnen und Wähler zu wissen, wie die Haltung zu einzelnen Themen sind. Natürlich muss man dann Sachthemen auch diskutieren in einer Wahlauseinandersetzung. Wenn man rein auf der Gefühlsebene blieberten, wäre es zu wenig. Aber sie ist wichtig und ich glaube, dass auch Emotionen, wenn jemand bei einem Thema emotional wird, das ist auch ein Zeichen von Gefühlen. Mir fällt auf, wir waren vor einem halben Jahr in der Listengruppe in Brüssel und irgendwo vor Wahlen entdeckt die EU immer dann die Regionen. Auf einmal gibt es also Journalisten aus den Regionen, die nach Brüssel geführt werden und dort auch informiert werden. Meinem Gefühl nach wird den nationalen und internationalen Medien klarerweise die große Bühne geboten, aber die Regionen selbst werden in Brüssel schon im Ausschuss und in dem Rat also behandelt, aber wirklich die Politik von Brüssel geht nicht in die Regionen. Und daher ist ein Ansatz, dass das Image der EU wesentlich besser würde, wenn diese Regional-EU-Politik besser transferiert wäre, weil dann hätten die Menschen auch das Gefühl, dazuzugehören. Darf ich dazu was sagen? Das deckt sich mit einem Umfrageergebnis. Ich war jetzt vor aber einigen Wochen in Bukarest bei einer großen Konferenz vom Ausschuss der Regionen. Diese Konferenz hat sich im Wesentlichen mit dieser Fragestellung auseinandergesetzt, ja, wie man die EU-Politik besser den Menschen nahebringen kann. Und es hat auch eine Umfrage gegeben, wo die Frage gestellt wurde, von wem wollt ihr die EU erklärt haben? Und da waren halt als Antwortmöglichkeiten Lokalpolitiker, Regionalpolitiker, nationale Politiker, MEPs, also Europaparlamentarier etc. Und die Menschen wollen Europa erklärt
nahegebracht bekommen von ihren Lokal- und Regionalpolitikern, weil das die Politiker sind, die vor Ort sind, die sie kennen und denen sie vertrauen. Also hier muss wirklich eine Kehrtwende einsetzen, wenn wir wollen, dass die EU weiter Bestand hat, dass man wirklich auch als Stadtpolitiker, als Regionalpolitiker wesentlich mehr auch über die EU spricht und nicht eben so, wie es der Herr Weitz ja am Anfang angesprochen hat, das Gute nehmen wir an die eigene Brust und das Schlechte schieben wir alles nach Brüssel. Also das war sicher eine falsche Vorgangsweise und ich glaube, dass das auch die Emotionalität dann wieder eine andere ist. Sie wollen mit den Menschen reden, die sie kennen und denen sie vertrauen und das größte Vertrauen ist bei den Kommunal- und Regionalpolitikern. Dazu Frau Schmidbauer und anschließend Herr Meier. Ich bin da voll bei Ihnen. Das wird unser Auftrag und unser Job sein, das, was umgesetzt wird, zu erklären, bis in die kleinste Gemeinde. Ich sage immer, wir reden immer von Kommunikation, Kommunikation und irgendwo geht sie dann verloren. Da können wir noch so digitalisiert und technisch vorausschauend sein. Irgendwo geht es verloren. Da müssen wir uns wirklich selbst an der Nase nehmen. Ganz wichtig, aber auch zu erzählen, was nicht funktioniert hat. Ich lebe nach dem Grundsatz und nach dem Motto, die Wahrheit ist den Menschen zumutbar. Man muss es erklären können. Das ist für mich etwas ganz was Wichtiges. Also dann nicht nur das Thema eben Europa zuzuschieben oder ich konnte nichts dafür und ich bin nur eine von vielen und, sondern versuchen zu erklären. Und wenn man das geschafft hat, dann habe ich Politik gemacht. Darf ich vielleicht, weil ich ja die Erfahrung habe aus dem Europaparlament, beziehungsweise wie das ist, wir haben uns ja gesehen, als du in Brüssel draußen warst, das ist natürlich eine Möglichkeit, die kennt sie jederzeit und es wäre auch sinnvoll, regional Journalisten auch jederzeit nach Brüssel oder Straßburg einzuladen und dort einmal zu reden, dort sich das Werk anzuschauen, wie das funktioniert. Diese Möglichkeit gibt es immer nicht nur, wenn Wahl ist, aber das stimmt schon, wenn die Wahlen sind, wird das immer besonders intensiv. Schülerdiskussionen, also das ist eine meiner liebsten Dinge in diesem Wahlkampf, bei Schülerdiskussionen zu sein. Ich habe es heute erwähnt, das war eine sehr emotionale Diskussion. Du hast gesehen, dann kann man nicht von Politikverdrossenheit reden, wie dort diskutiert wird und wie die Fragen sind. Und ich glaube, Europa begeistern, ich kenne wenig Menschen, die nicht Europa begeistert sind. Aber es gibt halt, nicht jeder ist für die Europäische Union begeistert. Wir haben jeden Dienstag in Straßburg Pressekonferenzen. Da hat jede Delegation, jede österreichische Pressekonferenz mit österreichischen Medien. Nur, ich kann es euch sagen, von mehr als 3/4 dieser Pressekonferenzen findet sich nichts wieder dann irgendwo in den Medien. Ja. Wir versuchen das auch zum Beispiel auf steirische Themen runterzubrechen. Der Herr Klein von der kleinen, Lieb von der kleinen Zeitung sitzt auch immer dort. Sie waren auch immer dort. Ja. Das wird dann nicht aufgenommen. Ja. Da berichtet man dann nicht darüber. Sinnvoll zum Beispiel, diese Copyright-Richtlinie, der Artikel 13 hat so viel Emotionen auch gerührt. Ja. Da hätte ich immer gewünscht, diskutieren wir öfter, auch einmal in der Steiermark, in Graz, über diesen Artikel 13, weil es eine wichtige Sache war. Ja. Ich hatte eine Diskussion dazu in Linz im Namen der Ars Electronica und da waren 7 Leute. Ja. Also das ist dann auch etwas, wo ich dann traurig bin drüber. Ja. Da hätte man diskutieren können über diese Sache und vielleicht auch noch das eine oder andere Argument austauschen können. Wir alleine werden es nicht schaffen. Ja. Wir brauchen euch dazu und natürlich auch die Bürger. Aus Ihrer Erfahrung, Sie haben auch gleich aufgezeigt, sehen Sie das ähnlich aus Ihrer Erfahrung heraus? Dass es schon auch am Journalismus liegt. Früher war europäische Politik Auslandspolitik, dann ist es zur EU-Politik geworden. Es ist eigentlich Innenpolitik. Und es ist auch eine Frage der Berichterstattung. Ich mache ähnliche Erfahrungen mit unseren Pressebriefings in Straßburg. Ich muss dazu sagen, ich unterscheide nicht zwischen den Menschen und mir. Ich bin ein Eisenbahner und Bauernbub und habe meine Kinder mit Landwirtschaft großgezogen. Ich bin jetzt als Abgeordneter im Europaparlament gelandet, stelle aber fest, ich erreiche dann Kommunikation, wenn ich die Dinge runterbreche auf das tägliche Leben und Erleben von Bürger und Bürgerinnen. Ein Beispiel, wir haben einen Fall gehabt zu multiresistenten Keimen, Antibiotikaresistenzen von Streptokokken. Es hat niemanden interessiert in der österreichischen Journalistenebene. Erst als ich dann zum Metro einkaufen gegangen bin, nämlich genau da in der Steiermark, und das Fleisch beim AGES-Labor testen habe lassen und dann auf 6 von 10 Proben multiresistente Keime drauf waren und dann dazu die Botschaft, dass daran 25.000 Menschen im Jahr in Europa sterben. Auf einmal war es ein Thema. Also es ist auch schon unsere Aufgabe, die Themen halt von dieser Metaebene herunterzubrechen auf das, wo es jeden Bürger, jede Bürgerin im täglichen Leben auch berührt. Also es geht in zwei Richtungen, schon noch eine Aufforderung an den Journalismus, aber wir müssen schon an unsere Hausaufgaben. Ja.
Das ist noch eine Wortmeldung, sofort Augenblick bitte, aber der ist schon länger vorgemerkt. Deswegen bitte ich jetzt Sie am Wort und ich gebe mir diese weiteren Fragen gerne auf. Bitte. Danke. Ganz kurz, ich habe länger gesprochen mit der Vizechefin der liberalen Fraktion im Ausschuss der Regionen über genau das Thema, wie schafft man es da mehr zu Dialog zu bringen. Weil ich glaube, die Themen wären da, das Interesse wäre auch da, nur quasi das adäquat in dem richtigen Format zu präsentieren und dort zu sein, wo die Leute das hören wollen, daran fehlt es. Ich glaube, dazu gibt es drei Möglichkeiten. Kurzfristig, das Modell der Europagemeinderäte in Österreich funktioniert ausgezeichnet. Wir beneiden uns sehr viele Länder drum. Ich glaube, das sollten wir ausbauen. Dass man sagt, jeder Gemeinderat kann Europagemeinderat werden oder jeder Bezirksrat in Wien beispielsweise. Teilweise gibt es leider Bürgermeister, die es bei uns blockieren. Ich kenne einige Neos-Gemeinderäte in Oberösterreich, die dürfen das nicht, weil der ÖVP-Bürgermeister gesagt hat, nein, das will er nicht, das soll nur die ÖVPler sein. Und das finde ich problematisch. Kann ich gerne weiterleiten. Parallel dazu auch, wer sitzt von Österreich im Ausschuss der Regionen drin? In anderen Ländern gibt es da eine transparente Möglichkeit, sich da einzubringen. Bei uns wird das quasi großkoalitionär aufgeteilt, Hälfte rot, Hälfte schwarz. Das letzte Mal, wo ich reingeschaut habe, waren halt nachher Landeshauptleute, wie Herr Blatter drinnen. Wo wir denken, schön und gut, was der macht, aber ich hätte gerne Leute, die wirklich sich nur dem widmen. Der Herr Blatter hat sicher viel anderes zu tun, aber wenn im Ausschuss der Regionen wirklich Leute sitzen, die dann genau das machen, was sie wollen, dann, glaube ich, werden wir auch einen Schritt weiter. Das ist mittelfristig die Aufgabe. Und langfristig ist für uns die Aufgabe zu sagen, was sind die Strukturen, die das verhindern, diesen Dialog. Und da glauben wir, dass es ganz stark an dem, was wir vorher schon, ich glaube, durch die Bank gut festgestellt haben, liegt es daran, dass die EU einfach zu leicht als Sündenbock herhalten kann. Vor allem, weil die wirklich relevanten Entscheidungen im Europäischen Rat, im Rat der Europäischen Union getroffen werden, dann und dann aus nationaler Logik heraus gesagt wird, na, die dort und wir hier und wir setzen durch und die Bösen. Und da müssen wir angreifen. Und da müssen wir dann auch klar sagen, ja, wir brauchen eine Reform des Vertrags von Lissabon, sobald wie möglich. Man kann auch gemeinsam an einer europäischen Verfassung arbeiten zum Beispiel. Das halte ich für sehr wichtig, die zum Beispiel wie in Island, dass man online die Leute auch beteiligen lässt, durch Crowdsourcing. Dass man hier ein bisschen versucht, innovative Möglichkeiten zu finden und dann den Rat umzuwandeln in, wie ich schon gesagt habe, in einen Senat, nach dem amerikanischen Beispiel. Herr Fischer, ein Satz in Güte dann noch. Ich arbeite ja seit 14 Jahren wirklich gut mit den steirischen Journalistinnen und Journalisten zusammen und ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesagt, auch in der Öffentlichkeit, dass ich vorhabe, eine Art EU-Schurfix zumindest alle 3 Monate einzurichten, anzubieten, nämlich in der Steiermark. Nicht in Brüssel, sondern dass ich in der Steiermark die steirischen Journalistinnen und Journalisten einlade und ihnen hier berichte vor Ort, gerne auch im Presseclub, was gerade Sache ist in Brüssel und dann bei aktuellen Anlässen natürlich gerne auch dazwischen einmal. Also dieses Angebot ist da, das werde ich anbieten und hoffe dann natürlich auch auf reges Interesse. Danke. Ich habe Ihnen vorbemerkt, dass es noch eine Nachfrage gibt. Nein, ich habe einen Nebensatz. Bitte. Ich möchte Sie darunter fragen, wer weiß, wie viele EU-Projekte gibt es in Graz? Wer weiß, wie viele von der EU mitgeförderte Projekte gibt es in Radegund? Wer weiß, wie gibt es die in Badersee? Und dann kommt die Frage, wer im Land sorgt dafür, zentral, dass die auch moderiert und transferiert werden? Es geht nicht nach Brüssel, es geht hier vor allem, ist es sozusagen die Sackgasse dann auch da. Jetzt wird besprochen, aber sozusagen die Transformation, da spürt man, das bleibt hängen irgendwo. Und daher sind wir hier gefordert oder die Verantwortlichen. Da kann ich gut anknüpfen, weil Sie haben im Wald angesprochen, dass es ja auch sehr viele positive Aspekte gibt, die wir aber nicht so wahrnehmen. Für mich ist einer der wichtigen positiven Aspekte bei der europäischen Ebene und speziell im Europaparlament der, dass demokratische Mehrheiten dort in anderer Weise zustande kommen können, als es hier bei uns der Fall ist, wo üblicherweise auf der einen Seite die Regierungsfraktionen stehen und auf der anderen Seite die Oppositionen und so kaum eine echte Verhandlung miteinander stattfindet. In Europa ist das anders und ich möchte die Gelegenheit nutzen, auch allen einmal die Gelegenheit zu geben, von dem, was gelungen ist, zu berichten, weil das hatten wir heute noch nicht und das finde ich ist auch ein wesentlicher Punkt, um zur Wahl zu mobilisieren. Und dabei wäre es mir aber schon wichtig, dass Sie auch nur die Punkte ansprechen, hinter denen Sie auch persönlich stehen. Also meine Frage lautet, was ist Ihren Fraktionen in den Verhandlungen im Europaparlament gelungen? 1 bis 3 Themen, die Ihnen persönlich wichtig sind.
Ja, da erwähne ich die Entsenderichtlinie zum Beispiel. Das war uns ein großes Anliegen und da ist auch aus einer Fraktion, die nicht die Mehrheit hat, heraus etwas gelungen, nämlich dass man jetzt eben diesen Grundsatz da noch einmal verwirklicht hat, gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort. Und das nächste Projekt ist dann die internationale Arbeitsbehörde. Etwas ganz Schnelles, weil ich da jetzt zugehört habe, das war ganz schnell für uns in der Steiermark die Sicherung BGA, Kennzeichnung Kürbiskernöl. Das ist etwas, was mir jetzt ad hoc sofort eingefallen ist, weil ich Ihnen zugehört habe. Entschuldigung. Aber ich kann dann noch darauf zukommen. Ja, bitte. Herr Weiß. Ich greife zwei Themen heraus. Ich war Schattenberichterstatter zu einem Tiertransportkontrollbericht, wo es darum gegangen ist, festzustellen, ob die bestehenden Gesetze in Europa eingehalten werden, ja oder nein. Der Kommissar Andriukaitis hat zu Beginn des Ausschusses noch gemeint, es ist völlig unnötig, es ist alles in Ordnung. Wir hatten dann einen Abgeordneten, der einen eher rechts, also so halbrechtspartei stehenden Dänen, der zuerst eigentlich sehr schweine-großproduktionsfreundlich aufgetreten ist, und er ist dann mal an die bulgarisch-türkische Grenze gefahren, hat sich das auf unser Anraten hin persönlich angesehen und ist dann zu einem durchaus Unterstützer unseres Anliegens geworden. Wir konnten feststellen, dass auf Europas Straßen bei weitem nicht alles in Ordnung ist, dass nicht ausreichend kontrolliert wird, dass nicht ausreichend gestraft wird, dass es auch Lücken gibt, dass es gesetzwidrige Transporte gibt, dass es Exporte gibt, die nicht den europäischen Gesetzen entsprechen. Wir haben auch ein Gerichtsurteil des Europäischen Gerichtshofs erwirkt, der genau gesagt hat, Tierschutzstandards europäische sind einzuhalten, bis zum Bestimmungsort, auch wenn die zum Beispiel nach Russland fahren. Da haben wir, glaube ich, einiges verbessern können. Und das zweite Thema, das war der sogenannte Pestausschuss. Da ging es um die Überprüfung der Zulassungsbestimmungen für Pestizide und um das Verfahren und ob das Verfahren auch wirklich fit for purpose, also wirklich den Zweck erfüllt. Und da konnte eindeutig festgestellt werden, es gibt massive Transparenzprobleme. Einer der Haupterfolge war, dass die Industrie nun auch die Rohdaten ihrer Studien veröffentlichen müssen, dass also Expertinnen von unseren Universitäten prüfen können, ob die ja von der Industrie selbst in Auftrag gegebenen Studien und selbst evaluierten Studien, ob das auch wirklich Hand und Fuß hat und zusammenpasst. Aber auch die Frage, wie mehrere Pestizide miteinander wirken, muss künftig in die Zulassungsbestimmungen aufgenommen werden und auch, dass Bienen als sogenannter Bioindikator herangenommen werden. Also quasi, wenn die Bienen von den Pflanzen überfallen, dann haben wir ein Problem, um es kurz zu fassen, dass das als Teil des Zulassungsprozederes inkludiert wurde. Das sind einige der ganz konkreten Errungenschaften, die wir geschafft haben. Natürlich war die Aufregung rund um Glyphosat Anlass für diesen Pestizidausschuss, aber es ging um die Zulassung von Pestiziden im Allgemeinen. Herr Mayer? Also was mir schnell einfällt, ist einmal das Mobility Package 1. Da haben wir jetzt, ich sitze im Transportausschuss, über ein Jahr verhandelt. Das war etwas, was noch nie vorher vorgekommen ist, dass das Package im Ausschuss eine Mehrheit fand. Dann kam es ins Plenum, da ist es abgelehnt worden, dann ist es wieder zurückverwiesen worden. Schließlich ist es in der Konferenz der Präsidenten gewesen. Das ist dann das oberste Organ des Parlaments, ähnlich wie im Landtag auch die Präsidentenkonferenz. Das ist jetzt Gott sei Dank beschlossen worden, zwar mit einigen Abstrichen, aber da gab es natürlich, da standen sich Rot und Schwarz gegenüber, weil die Roten am liebsten, da geht es im Wesentlichen auch um Rechte von Fernfahrern, ja, wie lange dürfen die auspendeln, ja, wie lange dürfen die in ihren Kabinen schlafen. Da gab es am Ende Gott sei Dank einen Kompromiss. Wir sind insgesamt 5 Stunden im Ausschuss gesessen und haben abgestimmt. Aber zumindest gibt es jetzt eine Verbesserung des Reglements. Zum Beispiel, dass auch diese Transportunternehmen keine Briefkastenfirmen mehr machen dürfen. Ja, trifft auch die Region, weil wir natürlich sehr nahe im Ungarn sind und auch da viele Frechter ausgependelt sind. Das ist auf jeden Fall einmal etwas, was wir Gott sei Dank, das hat zuerst nicht so ausgegangen, gegen Ende noch erreichen konnten im Transport. Ich hatte einen Bericht zu Automated Transport. Da geht es im Wesentlichen darum, bei dem Transport zu Luft, zu Land und zu Wasser beim Automatisierten, wie schaut es da mit den Haftungen aus, wie schaut es mit den Rechten aus. Ja? Das ist durchgegangen im Transportausschuss, ist dann dem Juri zugeteilt worden, weil das war so ein kombinierter Bericht, ist durchgegangen und war unter meiner Federführung und ich würde auch sagen, der Außengrenzenschutz, ja, weil wir jetzt schon geredet, nicht, wo inzwischen alle sagen, wir müssen die Außengrenzen schützen, ja, das ist schon von Anfang an auch von uns gekommen und ist inzwischen sogar im Parlament Common Sense, bis glaube ich auf die Kommunisten, bis auf die Kommunisten würde es sonst sagt jeder Ja zum Ausgrenzen. Erfolgsbilanz von den NEOS kann ja aufgrund des Neueintritts ins Parlament noch nicht so riesig sein. Die Frau Nina war die. Die Angelika Nina, die jetzt auch die Amtsabgeordnete ist und als Spitzenkandidatin der slowenischen SAB jetzt auch in die Wahl geht.
was für uns auch ein tolles Zeichen ist, quasi einer europäischen Identität, die eben zusätzlich zu einer nationalen, Herr Mayer, möglich ist. Man glaubt es oder nicht, genauso wie ich gleichzeitig Grazer Steiner Europäer sein kann. Ja. Aber gut, zum Thema ALDE. Wir sind ja die drittgrößte proeuropäische Fraktion, oder hoffentlich bald drittgrößte Fraktion, gemeinsam mit der Partei von Emmanuel Macron im EP. Ich glaube, gibt es einige Punkte, die wirklich toll sind. Für mich persönlich, wenn man jetzt ein bisschen weggehen von was und hingehen ins Wie, dass der Guy Verhofstadt als Chef es geschafft hat, der Fraktion, sich europaweit eine Bekanntschaft zu arbeiten, wo Leute, die Freunde von mir, die nicht politisch sind, auf Facebook seine Videos teilen, wo er klar sagt, was Sache ist, zum Thema Orban zum Beispiel. Ja? Dass er auch in verschiedenen anderen Bereichen es geschafft hat, eine der wenigen Personen, sich europaweit Gehör zu verschaffen, auch wenn er jetzt kein österreichischer Politiker ist. Das finde ich toll. Was ich auch toll finde, ist, dass unter Federführung von Amalie Diskake, einer holländischen Abgeordneten unserer Schwesterpartei der D66, hier im Mittelpunkt der Freihandel einiges vorwärts gegangen ist. Was CETA betrifft, was Japan betrifft, die Amalie hat sich da sehr stark eingesetzt, dass es zu einem gemeinsamen Handelsabkommen kommt, weil ich glaube, dass es sinnvoller ist, wenn das die Europäische Union gemeinsam aushandelt mit 500 Millionen Menschen statt Österreich allein. Weil nur so haben wir wirklich die Möglichkeit zu fairen Rahmenbedingungen. Kommt drauf an, was drinnen steht. Aber wir sind uns einig, glaube ich, dass es besser ist und dass wir mehr Standards durchsetzen können, wenn wir gemeinsam hier agieren. Konzerngerichtsbarkeit ist nie gut, glaube ich. Ja, dass Konzerne Staaten klagen können, da halte ich nichts davon. Das können wir diskutieren, das sehe ich anders, aber vielleicht gerne im Detail viel später. Und das dritte Punkt, da noch ein bis drei Punkte waren es. Bis der letzte. Genau, bis der letzte, ja. Die liberale Kommissarin Margit Vestager, die eine unserer Spitzenkandidatinnen ist, hat sich im Bereich Steuern, was, wenn man sich anschaut, Facebook, Google, sehr verdient gemacht. Und da auch parallel dazu einige Personen, einige Abgeordnete der ALDE Fraktion im Europäischen Parlament. Und ich glaube, dass das auch ein großer europäischer Erfolg ist. Gut, wir machen dann Fragen. Bitte. Claudio Schiesel, Inside Politics. Ich habe eine Frage zum Thema EU-Wahlkampagne, weil letzte Woche ist bekannt geworden, dass Facebook die europaweite Kampagne in Zukunft verhindern wird durch dieses neue Multisystem, das eben nur innerhalb eines Landes die jeweiligen Parteien Werbung machen können, aber zum Beispiel die Europäische Union kann jetzt nicht mehr in der Gesamtunion per se von Brüssel aus eine zentrale Kampagne starten, um die Leute zur Wahl zu motivieren. Und umgekehrt ist es zum Beispiel auch nicht möglich, dass die Fraktionen wie zum Beispiel die ALDE, die SPD oder eben auch die EVP gemeinsam auftreten und halt von Brüssel aus zentrale Kampagnen starten. Wie sehen Sie das? Sehen Sie darin einen Angriff auf den europäischen Binneninformationsmarkt? Weil selbiges passiert ja auch für die Medien. Zum Beispiel Zeit Online hat eine Österreich-Rubrik, die kann jetzt theoretisch nicht mehr in Österreich beworben werden und umgekehrt können auch österreichische Medien nicht in Deutschland oder in Frankreich oder sonst wo Werbung für ihre Themen machen. Der Standard publiziert das zum Beispiel auf Englisch. Und wie wichtig ist es sozusagen, dass diese Europawahl als gemeinsame Wahl angesehen wird und nicht sozusagen Wahl der nationalen Interessen, wo dann eben halt die jeweiligen nationalen Abgeordneten nach Brüssel entsandt werden. An wen richten Sie das? An alle. Also es geht darum, dass man keine Werbung schalten darf. Kampagnen dürfte man sehr wohl machen. Ich halte das für die falsche Richtung. Wir brauchen eine europäische Öffentlichkeit, wir brauchen europäische Debatten und wir brauchen auch die Vergleichbarkeit von europäischer Öffentlichkeit. Und was ich überhaupt für einen Wahnsinn halte, ist, dass uns ein amerikanisches Unternehmen diktiert, wie wir hier Europawahlen abhalten. Das halte ich für eine illegitime Einmischung. Und da sieht man, was für eine Macht diese Konzerne mittlerweile haben und mit welcher Unverfrorenheit sie diese Macht auch ausspielen. Ich halte das von Facebook in dem konkreten Fall. Facebook, und da sollten wir uns nicht aus der Nase herumtanzen lassen, sondern möglicherweise darüber nachdenken, ob Europa nicht vielleicht innovativ investiert in eigene Plattformen, die europäische sind und nicht amerikanische. Facebook argumentiert ja, sie wollen eben Einmischung von außen verhindern. Aber eine Einmischung innerhalb Europas ist keine Einmischung von außen. Da hat Facebook, glaube ich, etwas nicht ganz verstanden. Ebenso wie Teile der amerikanischen Administration, dass wir in Europa nämlich zusammenhalten. Das schmeckt so manchen nicht. Sowohl auf der einen Seite des Atlantiks als auch in Russland gibt es Versuche, Europa zu spalten, Europa hier von einer geeinten Stimme abzubringen. Und ich halte das für etwas, wo wir unsere gemeinsamen Interessen strikt verteidigen sollten.
Herr Lindberger. Das war schon fast ein Plädoyer für die Vereinigten Staaten von Europa am Schluss. Ne? Nein, so er will die Republik. So wie der Ottmar Karas auch in der Vergangenheit, was er leider mittlerweile bestreitet. Aber ich glaube, worauf es da ganz stark ankommt, ist, sich anzuschauen, welche Optionen haben wir. Und ich glaube nicht, dass wir als Europa sagen können, wir bauen jetzt die Alternative zu Facebook auf. Das ist halt diese dirigistische, etatistische Politik, die nicht funktionieren kann und nicht funktionieren wird. Ich glaube, dass wenn wir ein Problem haben, ich versuche es mit einem anderen Beispiel, zum Beispiel, wir wollen alle, dass sich mehr LKWs von der Straße auf die Schiene bewegen. Ja? Da quasi, sagen wir mal, sozialdemokratischer grüne Zugang ist dann zu sagen, ja, wir müssen Strafsteuern und sonstige Verbote hier einführen. Unser Zugang ist, wir schauen uns an, okay, warum ist das so? Es ist zum Beispiel in dem konkreten Beispiel so, dass für die Straße halt die notwendigen Bestimmungen und so weiter so hoch sind und für die Schiene so hoch. Und das ist eine bürokratische Frage dann am Schluss, wo man sagt, vielleicht geht es darum, dass die Sachen einfacher werden. So wie in Estland zum Beispiel, von 90% der Bevölkerung innerhalb von ein paar Minuten ihre Steuererklärung machen und der Beruf des Steuerberaters unbekannt ist. Und ich glaube, dass diese Innovation sehr stark nicht kommen sollte von wir dirigieren von oben herab und so müsst ihr es machen, sondern dass man einfach die Rahmenbedingungen schafft, für die Wirtschaft und für die Unternehmen, für die Menschen hier zu gestalten. Ja, also ich sehe das ähnlich. Wir müssen in Europa dringend schauen, dass wir unsere digitale Kompetenz erhöhen. Da ist uns die USA wirklich vorausgegangen, da müssen wir uns einiges zurückholen. Und was die Wahlen betrifft, also ich würde es wichtig finden, dass wir gerade die Wahlen zum Europaparlament, dass wir da zu einem einheitlichen Wahlrecht kommen in Europa. Wir haben jetzt unterschiedliche nationale Wahlrechte zum Europaparlament, das gehört eigentlich auch angegangen in Zukunft, dass man sagt, einheitliches Wahlrecht, dass man sich auch anschaut, wie viele Wählerinnengruppen in Europa mittlerweile leben, die zwar in der EU leben und hier arbeiten, aber weil sie aus Drittstaaten sind, nicht wählen können. Ja, das hat man bei nationalen Wahlen auch das Problem, das hat man natürlich auch bei der EU-Wahl, dass hier große Gruppen überhaupt nicht an diesem Mindestmaß an demokratischer Beteiligung teilnehmen können. Auch da wird man sich damit auseinandersetzen müssen. Ja, ich kann mich fast ein wenig der Aussage von Herrn Weitz anschließen. Ob jetzt, also ich glaube generell, dass wir wichtigere Probleme haben oder ja, dass Facebook einsehen sollte, dass es wichtigere, wirkliche Probleme gibt als die Einmischung bei einer Wahl. Noch dazu sehe ich das auch so, wir sind Europa, also bitte, wir dürfen uns auch verständigen. Facebook, bei allem, es ist gut und es ist wichtig, dass es gibt, könnte sich auch um diverse Postings kümmern. Das würde ich im Moment einmal als viel nötiger und wichtiger sehen, wie man die dann aus dem Netz bekommt und wie mit manchen Menschen, da möchte ich wieder den Menschen in den Vordergrund stellen, wie mit denen umgegangen wird auf diesen Seiten, das ist für mich wirklich sehr, sehr fragwürdig. Und zuletzt einmal. Gut, aber das ist ja nicht nur auf Facebook-Seiten der Fall, das gibt es ja überall. Wenn man sich das Standardforum einmal anschaut, da kommt dann auch manchmal die Grausbirne auf. Aber ich denke, erstens einmal amüsiert mich die Position von Thomas Weitz ein bisschen, weil das ist ein bisschen eine ambivalente Position. Weil einerseits sind es gerade von grüner Seite, aber auch von vielen anderen im Europaparlament, die sagen, es kommen ständig Fake News rein, ja, und die Wahlkämpfe werden beeinflusst. Da macht Facebook so etwas, ja, also reglementiert das und auf einmal ist es nicht mehr gut und wir machen eine europäische Alternative zu Facebook. Ja. Das halte ich ein bisschen für naiv, die europäische Alternative einerseits. Und andererseits sagt dann der Werner Kogler gerne, es gibt so Bot, wie hat er gesagt, Bot-Firmen oder so Bot-Industrie in Russland, wo dann also russische Agenten hocken, die dann diese Geschichten beeinflussen. Ja. Ich habe gesagt, ich hätte gerne mal mit dir eine Betriebsführung in so einer Bot-Firma. Ich halte das alles für ein bisschen überspitzt formuliert. Kann auch sein, denke ich, dass Facebook hier ein bisschen eine Racheaktion macht für die Copyright-Richtlinie und sagt, ja, jetzt habt ihr das beschlossen und jetzt seht ihr mal, was dann passiert, wenn wir mal einen Kanal zudrehen. Ja. Das ist möglich. Gemeinsame Wahl wollen wir nicht. Ja. Es gab ja mehrere Anläufe auch in dieser Periode, dass man sagt, man macht einen Spitzenkandidaten und es soll eine europaweite wahlwerbende Gruppe geben. Das wollen wir nicht. Ich werde in Österreich gewählt als österreichischer Abgeordneter im Europaparlament. Das ist von Anfang an der Sinn dieser Veranstaltung. Ich weiß schon, das sehen hier viele anders, oder nehme ich einmal an, viele Kollegen. Was mich wirklich
geschockt hat, war eigentlich im Rahmen der österreichischen Ratspräsidentschaft, gab es einmal eine Veranstaltung mit einem Konzert, da wurden Hymnen gespielt. Ja, da war zuerst die Europahymne, da stehen also Grün, Neos und die Sozialisten stehen auf zu dieser Europahymne. Ja. Danach wird die österreichische Hymne gespielt, bleiben genau die sitzen. Ja. Dann denke ich immer, das ist nicht mein Zugang. Ich bin ein Europaabgeordneter in Österreich gewählter und habe dort draußen österreichische Interessen zu vertreten. Das sehe ich so, weil sonst haben wir im Allgemeinen ein Problem. Ja, dann wird auch unsere Zusammenarbeit, wenn man sagt, jetzt wir versuchen da bezüglich dieser Atomkraftwerke an der Grenze was zu machen, problematisch werden. In meinem Fokus des Interesses steht Österreich und österreichische Interessen. Dafür werde ich auch gewählt und das ist meine Aufgabe. Ich muss dem widersprechen, das sind Fake News. Also dass Österreicher und österreichische Grüne nicht aufstehen bei einer österreichischen Hymne, ist Fake News. Das war so. Aber allerdings jene, die von den Blauen zur Europahymne aufstehen, kommen nicht mehr auf die Liste, das stimmt. Wir stehen auch nicht zur Europahymne. Also, doch, es ist keine Hymne. Da kann ich so gerne Nachtmusik auch aufstellen. Ja, es ist keine Hymne. Die war ja auch eine eher moderate. Das weißt du, dass das keine Hymne ist. Im Vorteil kommt eine Frage von Johannes. Ich muss zur Ehrleitung meiner Kolleginnen und Kollegen in Brüssel und Straßburg was sagen, was sie zur Klage, dass die Journalisten machen, was sie wollen. Ja? Selbstverständlich machen wir, was wir wollen. Ja, gut, wollte ganz sagen. Weil wir sind unsere Leser, Hörer, User, Fernseher verantwortlich und nicht Ihnen. Danke. Ja gut, aber dann darf man sich nicht aufregen als Journalist, dass in der Regional nichts berichtet wird. Ja? Also von uns kommt die Information. Wir wissen schon, was wir sagen. Von uns kommt die Information. Wir nähern uns mit großen Schritten. Aber diese Pressekonferenz in Straßburg, in einer vollkommen untauglichen Arbeitsatmosphäre, nicht nur für schwerhörige, wie ich einfach bin, ja, aber wo man mit einem Maschinengewehrtempo niedergeredet wird, mit Dingen, die kein Mensch interessieren, manchmal, ja, das ist halt nicht Medienpolitik auf der Höhe der Zeit. Ja. Und auch hier in diesem Raum, ich habe alle Wortmeldungen von dieser Seite für interessant gefunden, aber nicht alle Antworten. Bitte. Holger Reinhardt, Radio Sandportal. Österreich hatte 2018 den Vorsitz im Rat der Europäischen Union. Mich würde interessieren, wie Sie rückblickend das sehen, hat man hier wirklich alle Chancen genützt? Wie würden Sie, oder welche Ideen hätten Sie noch gerne mit eingebracht? Und so der zündende Funke, dass die Europabegeisterung in der Bevölkerung ausbricht, ist eigentlich auch nicht wirklich passiert. Was hätte man da tun können, dass man das vielleicht doch ein bisschen mehr ins Bewusstsein bringt? Frage an alle. Also, ich war mit dem Ergebnis des österreichischen Vorsitzes nicht sehr glücklich, weil ich das Gefühl gehabt habe, dass einfach Chancen in diesen 6 Monaten nicht genutzt wurden. Ich sage als Beispiel Digitalsteuer, Definition der digitalen Betriebsstätte. In dieser Frage ist überhaupt leider nichts weitergegangen. Oder der Rat der Sozialminister ist gleich überhaupt abgesagt worden. Da geht es eben auch um die Entsenderichtlinie, respektive um die Europäische Arbeitsbehörde gehen sollen. Der hat einfach nicht stattgefunden. Und das ausgerechnet unter österreichischem Vorsitz, wo in guter Tradition Rote und Schwarze, um so kurz zu sagen, gemeinsam die Finanztransaktionssteuer auf europäischer Ebene vertreten haben und vorangetrieben haben, dass die ausgerechnet unter österreichischem Vorsitz endgültig zu Grabe getragen wurde und von der Tagesordnung gestrichen wurde, das tut mir besonders weh. Also es sind hier Chancen nicht ergriffen worden und das gute Ergebnis und auch, dass unter österreichischem Ratsvorsitz quasi der Keil in diesen Migrationspakt getrieben wurde, gerade von Österreich. Das ist auch kein Ruhmesblatt, dass wir uns hier als Österreich umhängen können, weil gerade die, die den Vorsitz führen, sollten eigentlich eine verbindende Rolle und eine Brückenbaurolle einnehmen und nicht die Rolle des Spaltpilzes. Also von meiner Seite aus viel Kritik an diesen 6 Monaten. Thomas Mainz. Ich fange vielleicht zu Ihrer Überraschung mit etwas Positivem an. Was der österreichischen Ratspräsidentschaft gelungen ist, ist die Mitgliedstaaten der Europäischen Union in der Brexit-Frage geeint zu halten. Das war eine Leistung. Das war ganz wichtig für die Europäische Union, dass hier mit einer Stimme gesprochen wurde. Was auch sehr lobenswert war, war die Arbeit der Beamten.
Also hier auf der technischen Ebene war das eine hervorragend abgewickelte Ratspräsidentschaft. Da komme ich aber auch schon zu den kritischen Punkten. Die Frage einer zumindest einheitlichen Mindestunternehmensbesteuerung, dass nicht mehr jedes Land das andere unterbieten kann und wir uns wechselseitig im Steuerwettbewerb die Steuergrundlage abgraben, wurde nicht weiter behandelt von der österreichischen Ratspräsidentschaft. Die Frage von Steuerflucht wurde nicht weiter behandelt der österreichischen Ratspräsidentschaft. Und was mich besonders geärgert hat, unter der österreichischen Ratspräsidentschaft und mit Zustimmung Österreichs wurde eine Verlängerung der Kohleförderung bis Neubauten von Kohlekraftwerken bis 2025, bitte Neubauten, ja, und für bestehende Kohlekraftwerke verlängert für die Förderung von Kohlestrom bis 2035. Und ich meine, da braucht man nicht mehr über Klimawandel diskutieren, wenn man heute noch in solche Infrastrukturen investiert. Übrigens auch Nord Stream 2, das war auch für die Sozialdemokratie kein Ruhmesblatt, weil da ja die ÖMV beteiligt ist. Dürfen Sie das nicht kritisieren, ja, seitens der Sozialdemokratie, habe ich auch traurig gefunden. Aber es ist jetzt nicht die Ratspräsidentschaft. Also, dass so etwas unter österreichischer Ratspräsidentschaft beschlossen wird, hat unseren Ruf als Umweltmusterland endgültig den Rest gegeben, und auf dem internationalen diplomatischen Parkett hat Österreich sehr viel verspielt seines guten Rufes. Hier die Zusammenarbeit mit den Salvinis, Orbans und Babischen der Europäischen Union hat uns eigentlich eine Zuordnung zu den Visegrad-Staaten gebracht und hat uns einiges an politischem Gewicht und diplomatischem Gewicht auf der internationalen Ebene gekostet. Herr Mayer, versäumte Chancen? Naja, also ich sehe das naturgemäß ein bisschen anders. Ja. Eine Ratspräsidentschaft kann nicht in 6 Monaten alle Dinge erledigen, die andere Ratspräsidentschaften unter Anführungszeichen nicht erledigt haben. Das ist eine Moderation. Ja. Man kann Stücke moderieren und begleiten und schauen, dass man etwas weiterbringt. Zum Beispiel wurde es erstmals in der Geschichte, dass der Rat zum Mobility Package, ja, weil das eben stecken geblieben ist im Parlament, vorher eine Position hatte, die im Wesentlichen korreliert mit der des Parlamentes. Und das war schon eine Errungenschaft der österreichischen Präsidentschaft. Das wird auch von jedem anerkannt. Jean-Claude Juncker sogar hat diese Präsidentschaft gelobt. Man darf das aber auch nicht überbewerten. Wie gesagt, da sind viele Stücke, wo es politisch keine Einigung gibt, wo du natürlich nicht auch als einzelner Ratsvorsitz dann auf einmal irgendein ein Kunstwerk machst und ein Wunder leisten wirst können. UN-Migrationspakt sehe ich genau anders. Ja? Das ist schon auch ein Teil gewesen, dass man sagt, wir wollen diesen Migrationspakt nicht unterschreiben. Wir machen natürlich keine Politik, wie die Sozialisten oder die Grünen sie machen. Das ist logischerweise. Ja. Und in diesem Migrationspakt gab es Verpflichtungen und gibt es Verpflichtungen, dass man sagt, gewisse Dinge werden, und das war immer so die Schmähpartie, ja, das ist nicht verpflichtend. Wir erleben es jetzt schon im Parlament, dass in gewissen Berichten Bezug genommen wird auf diesen UN-Migrationspakt. Ja. Also so funktioniert dann Soft-Law-Gesetzgebung, ja, indem ich mich in einem Stück im Europaparlament beziehe auf diesen UN-Migrationspakt, der in vielen Mitgliedstaaten der Union keine Gültigkeit hat, und damit wird Soft-Law gestaltet, ja, und geschaffen. Und damit bekomme ich das ins Gesetz. Das wollen wir nicht. Zum Vorsitz. Ich habe in der Gemeinde erlebt, was man in 6 Monaten umsetzen kann. 6 Monate sind eine wirklich sehr, sehr kurze Zeit. Man kann etwas aufbereiten, man kann etwas vorbereiten und damit gibt es eine Erntezeit. Das Beste daran war ganz bestimmt die Einigkeit betreffend des Brexits. Da brauchen wir gar nicht reden. Das ist die Probe schlechthin für die Europäische Union. Ich war auch in Straßburg, ich war in Brüssel. Da wurde unser Vorsitz gelobt. Es ist immer eine Frage, aus welcher Sicht der Dinge ich das Ganze betrachte. Ich kann sagen, dass ich davon überzeugt bin, dass wir eine sehr gute Arbeit geleistet haben, weil wir lernen, mit einer Stimme zu reden, weil wir lernen, auch über Fraktionsgrenzen hinweg zu denken. Wir können es dann einmal als Mitglieder besser machen. Ich hoffe, dass wir es besser machen werden. Und weil Orbán erwähnt wurde, so schwierig jemand auch ist, ein Mensch, eine Person auch ist, darf man niemanden aufgeben und man darf niemanden abschreiben. Und es ist die Frage, versuche ich jemanden wieder einzugliedern? Ich möchte jetzt niemanden verteidigen, das steht mir ganz fern. Aber kann ich auf jemanden verzichten? Können wir uns das, was wir jetzt beim Brexit erleben, noch einmal leisten? Wollen wir uns das leisten? Oder gehen wir bis zur letzten Möglichkeit auf jemanden zu, auch wenn er anders ist? Also ich möchte für mich
jedem Menschen bis zum Schluss die Hand reichen. Und mir ist es lieber, auf jemanden zuzugehen, als jemanden abzuschreiben. Und der entwickelt sich dann eigenartigst alleine. Ja, ich glaube, was wichtig ist, man soll, und da hat der Herr Mayer schon recht, auch ein seltener Moment, dass man die Ratspräsidentschaft am Motto messen soll, an dem, was sie vorhatte. Ich kann jetzt natürlich eine lange taxative Liste auffüllen von Dingen, die ich gerne hätte, ja. Aber okay, man kann nicht alles machen in 6 Monaten, das ist richtig. Worauf hat sich die Ratspräsidentschaft vorgeblich konzentriert? A Europe that protects, ein Europa, das schützt. Und da war die Rede von Anlandeplattformen. Der Herr Kurz hat das öfters erwähnt, mittlerweile, wenn er nichts mehr davon wisst, behauptet, dass er das nie gesagt hat. Ja. Und wo ich mir denke, was ist da in dem Bereich? Und das ist der Bereich, glaube ich, der die Menschen in Österreich sehr stark bewegt hat in den letzten Jahren, wo sie sich gewünscht hätten, eine europäische Lösung zu haben. Ja. Wenn man sich die Statistiken dazu anschaut, was ist da passiert? Ich würde mal anfangen, Chancen vor Ort. Europa ist weltweit der größte Geber für Entwicklungshilfe. 75 Milliarden, mehr als die Vereinigten Staaten. Wir haben aber einen Haufen von nationalen Entwicklungshilfeagenturen. Österreich zum Beispiel hat die ADA, hat 100 Millionen, die halt jeder ihre eigene Priorität, jeder ihre eigenen Länder und so weiter folgen. Wir haben keine koordinierte Politik. Wenn wir, ohne mehr Geld auszugeben, das koordinieren würden, könnten wir vor Ort viel mehr Chancen schaffen. In Afrika und anderen Entwicklungsländern. Nichts passiert. Wenn ich mir dann anschaue, Frontex, habe ich heute schon zum 4. oder 5. Mal angesprochen, immer noch keine Antwort von Herrn Mayer, warum ist Frontex nicht ausgebaut worden, wenn es so oft angesprochen wurde? Was ist zum Thema Migrationspakt auch noch zu sagen? Vielleicht in dem Zusammenhang, Österreich hat dann ganz stark mitverhandelt, das Außenministerium war da beteiligt und plötzlich, wo man mitverhandelt hat und wo man die Möglichkeit gehabt hätte, angedruckt zu sagen, das passt nicht, das und das geht nicht, sagt plötzlich, nein, das will man nicht aus innenpolitischen Gründen. Und deswegen ist andere die Regierung, gell? Ja, das ist andere Regierung. Wer war Außenminister? Entschuldige, verhandelt wurde der oder vorherigen? Unter Außenminister Sebastian Kurz, unter der andere Regierung. Ja. Also der Außenminister allein wird nur die Position der Regierung bestimmen. Ja, wenn der zuständige Außenminister eine total andere Meinung hat, Entschuldigung. Dass wir keine rot-schwarze Politik machen. Das ist aber selber, dass das ein Blödsinn ist. Also, dass wir die Politik der rot-schwarzen Bundesregierung weiterführen, so war das Sebastian Kurz auch gelassen oder nicht? Aber ja. Eine neue Regierung machen. Sie kennen doch nicht die rot-schwarze. Okay, gut. Wenn man anders Gott sei Dank. Gehen wir in die Zukunft. Einige Punkte, die relevant sind. Was ich glaube, abschließend noch zwei Sätze. Erstens, was ich mir gewünscht habe, abgesehen von den einzelnen Details jetzt. Radikal sich zu überlegen, was ist das Europa, das die Menschen in Österreich wollen? Wie können wir die Europäische Union so gestalten, dass es in Zukunft mehr Interesse an denen gibt, mehr Interesse gibt, mehr Austausch gibt? Ja? Und ich glaube, da ist das große Versagen. Weil über Inhalte kann man lang diskutieren, aber was ich mir eigentlich noch viel mehr wünschen würde, ist ein bisschen mehr stärker über das Wie zu diskutieren, was heute auch mehrfach zur Sprache gekommen ist. Wie schaffen wir es, Europa den Menschen näher zu bringen? Und da, glaube ich, hätte viel mehr passieren können. Schon kurze Nachfrage bitte nur, bitte. Weil vorher Gefühle, Emotionen angesprochen wurden, was hätte man vielleicht machen können, dass der Stolz auf Österreich in Europa vielleicht als zündender Funke ein bisschen während der Ratspräsidentschaft mehr als auf die breite Bevölkerung, auf die einfachen Leute überspringt? Der Eröffnungsevent auf der Schafalm war schön, aber in Wirklichkeit ist 6 Monate eigentlich nicht so viel passiert auch in den Medien, dass man eigentlich jetzt so Österreich wirklich als mit Stolz als Mitglied der Europäischen Union jetzt in der breiten Bevölkerung hat. Oder wie sehen Sie das? Was war das emotional jetzt für den Bürger wirklich jetzt etwas, was sagt, ich bin jetzt wirklich stolz, Europäer, Österreicher und Europäer zu sein? Ich glaube, das war ein tolles Programm für die Medien. Und wenn man sich Schladming anschaut, auch wenn man die Kosten da betrachtet, die massiv höher waren als vergangene Ratspräsidentschaften. Was ich mir gewünscht hätte, ist zu sagen, analog zu dem, was man in Frankreich macht, man geht in jeden Bezirk und versucht dort mit den Leuten, die da sind, mit den Experten und Expertinnen in einen Dialog zu treten. Nicht nur dort, wo die Leute sind, die sich eh schon auskennen, sondern halt bei meiner Oma im Bezirk Murau, im Dorfwirt, mit denen ich diskutiere hier. Ja, dass da jemand kommt, der aus Brüssel da ist. Und ich glaube, hier eine stärkere Dialog zu treten, es wäre finanziell kein Problem gewesen. Nur ist deshalb der schwierigere Weg und wird deshalb nicht. Es ist nicht Aufgabe einer Ratspräsidentschaft, so etwas zu tun. Das ist im Wesentlichen, sage ich einmal, das Näherbringen kann passieren durch eine Kommission, ja, dass man sagt, man vereinfacht auch eine Gesetzgebung. Ja.
dass man sagt, die Menschen verstehen auch, worum es geht oder wie man es anwendet. Allein schon, wenn ich versuche zu erklären, ja, wie das mit dem Artikel 13 in der Copyright-Richtlinie abgelaufen ist, ja, ist das ein so komplexes Thema, dass ich da einen Namen brauche, dass, das einmal, dass man versteht, worum es geht und warum hat jetzt wer wie abgestimmt. Die Näher zum Beispiel behaupten immer, sie haben dagegen gestimmt, das stimmt schon. Aber zwei Drittel der alten Fraktion hat dafür gestimmt. Ja. Das sind also Dinge, die muss man dann korrigieren einmal. Also es ist ein wahnsinnig komplexes System, ja, das halt dann am Ende nicht ankommt. Ja. Also man kann schwer über Trilogverhandlungen reden und über Gesetzgebung und Ausschuss und zweite und dritte Lesung. Ich glaube, man müsste, und das sage ich ja, gerade auch in Wahlkampfzeiten, muss man ein bisschen die Emotion packen. Und das gelingt, zumindest bei den Jungen, habe ich das Gefühl, weil es wirklich also um was geht dieses Mal. Ja? Also das sagen natürlich Politiker immer, es geht um was, wohin entwickelt sich Europa. Das ist natürlich globaler, als wenn ich jetzt sage, warum der Artikel 13 so durchgegangen ist, wie durchgegangen ist. Herr Wenzel, ganz unpräzise. Innenpolitisch jede Menge Punkte machen wollen und gleichzeitig eine gemeinsame europäische Idee verkaufen, ist ein Widerspruch in sich selbst. Mit einem Wir sind Wir-Politik und wir gegen die tue ich mir schwer, das gemeinsame europäische Erreichte positiv zu verkaufen. Es wurde hier der Hauptfokus auf innenpolitisches Kleingeld gelegt. Gibt es weitere Fragen? Immer Frage, verstehbar noch. Und zwar, wie kommt es in der Zeit, bis es gefühlte ein Drittel Thema Landwirtschaft und Agrarförderung gesprochen worden ist? Das überrascht das? Bitte entschuldige, ich habe das. Die Gesamtzeit ist ca. gefühlte ein Drittel über Landwirtschaft und Agrarförderung gesprochen worden. Ist das für dich eine Überraschung? Zu viel oder zu wenig? Von der Zeit. Das erklärt alles. Das ist die große Frage. Ich bin daran gewöhnt, bei allen Diskussionen, bei denen ich jetzt war, mich für etwas rechtfertigen zu müssen. Meistens wurde der Bauernbund oder meine Fraktion dann als Übeltäter der großen Agrarförderungen und der Subventionen dargestellt. Dabei würde es einfache Möglichkeiten geben. Es wurde heute, wurden die Tiertransporte angesprochen und. Wenn wir uns bekehren würden auf Regionalität, Saisonalität, wenn wir bereit wären, jeder für sich zu überlegen, weil wir sind mündige Bürger, wo kaufen wir ein, wann kaufen wir ein, was kaufen wir ein und wenn es nicht auf jeden Euro drauf ankommt. Also für mich ist das eines der wichtigsten Themen überhaupt. Aber wie gesagt, ich bin daran gewöhnt und werde auch damit leben. Nur, das wird mich aber trotzdem nicht davon abbringen, für meine Bäuerinnen und Bauern zu laufen, bis ich nicht mehr kann. Das ist ein Faktum, weil ich davon überzeugt bin, dass sie alles verdient haben. Aber ich muss auch sagen, die Zeit ändert sich. Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Natürlich können wir, müssen wir und sollen wir einige Punkte durchaus kritisch ansprechen. Aber dafür wird es eine neue Periode geben, eine neue gemeinsame Agrarpolitik, wo ich hoffe, und man kennt mich, ich kann manchmal sehr vehement sein in meinem Auftreten und in meinen Wünschen, dass ich dann praxistauglich mich einbringen kann. Und da werde ich laufen. Eine letzte kurze Frage haben wir noch. Und zwar, ich möchte die Fridays for Future-Bewegung ansprechen, und zwar tausende Schülerinnen und Schüler gehen weltweit sogar auf die Straße für mehr Klimagerechtigkeit, für mehr Klimaschutz. Und zwar, ich will jetzt zwei Aktionen oder zwei Umsetzungen, die sie gemacht haben, bis jetzt für den Klimaschutz, für mehr Klimagerechtigkeit und vielleicht noch eine, was sie in nächster Zukunft umsetzen wollen, um eben der Klimakrise entgegenzusetzen. Vielleicht der Blick vor allem in die Zukunft ist, glaube ich, der Richtige, was umgesetzt gehört. Beginne gerne. Für uns ist einer der zentralen Punkte in unserem Programm eine CO2-Steuer, eine europäische. Dass wir sagen, das macht keinen Sinn, die auf nationaler Ebene einzuheben. Das macht nur dann Sinn, wenn wir die gemeinsam auf europäischer Ebene einheben. Und wir sind auch bereit, hier der Europäischen Union, das beginnt eine Änderung der Verträge, die Kompetenz zu geben. Einzuheben und im Ausgleich dazu die nationalen Beiträge zu schützen. Weil ich glaube, weil wir uns das auch durchgerechnet haben, es gibt viele Punkte, wo man nicht wirklich den Ausstoß geschafft hat. Ja, wenn ich mir denke, Auto zum Beispiel, die Nova zahle ich, egal wie oft ich mit dem Auto fahre.
vielleicht ist es sinnvoller, die Nova zu kürzen auf der einen Seite und auf der anderen Seite stärker zu besteuern für starke Nutzung, also auch Benzin und Diesel. Sprich, da gibt es sehr viele Bereiche, wo momentan das Emissionshandel, das Verfahren, das es gibt, nicht wirklich greift. Und da stellen wir uns vor, hier auf europäischer Ebene das zu lösen, damit mit einer CO2-Steuer und auch natürlich diese auszuweiten auf Produkte, die in die Europäische Union eingeführt werden. Und ich glaube, das ist etwas sehr Konkretes und würde mich auch sehr dafür interessieren, was die Kolleginnen und Kollegen dazu zu sagen haben. Bitte kurze Antwort. Ich, bei der europaweiten CO2-Steuer, da können wir uns auf jeden Fall zusammensetzen und darüber unterhalten, das wollen wir auch. Ich finde es dringend notwendig, dass wir Hochleistungsschienennetz in Europa errichten. Europa ist nicht so groß, dass jeder Weg geflogen werden muss. Und parallel dazu, es muss endlich das Flugzeugkerosin und auch der Schiffsdiesel besteuert werden. Ja, diese Ausnahmen müssen fallen, weil das völlig verzerrt. Die europaweite CO2-Steuer habe ich angesprochen und einen Förderstopp für die Betriebe, die eben stark umweltbelastet sind. Das sind so im Wesentlichen die Forderungen, die wir jetzt in dem Wahlkampf vertreten. Ja, es ist ein bisschen unüblich, dass eine Mitarbeiterin von einem Wahlkampf die Frage stellt, aber ich möchte trotzdem darauf eingehen. Ja, das ist natürlich ein berechtigtes Anliegen, der Klimawandel. Ja, also ich weiß nicht, ich habe gesagt, ich muss jetzt dann schon lang gesagt. Wie auch immer. Ja, ich denke, man muss viel mehr in Forschung und Entwicklung stecken. Ich denke nicht, dass die Dinge, die es jetzt schon gibt, ich sage der Windkraftwerk oder Alternativ oder auch jetzt die Elektrofahrzeuge, wirklich uns weiterbringen, wenn es darum geht, den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Auf der anderen Seite kann es natürlich nicht sein, dass man hysterisch CO2-Ziele formuliert, die am Ende des Tages dann realistisch nicht umsetzbar sind, beziehungsweise dann in Europa der Wirtschaft auch schaden. Ja, der Autoindustrie in Deutschland, Frankreich, auch bei uns in Österreich, gerade auch in Graz, ja, dass man die dann mit diesen Zielen selbst unter Druck setzt und am Ende des Tages schädigt. Das ist nicht mein Zugang und je mehr ich natürlich dort Ziele definiere, die realistisch nicht einhaltbar sind, hole ich mir natürlich um Umwege auch die Atomenergie rein. Ja, das muss uns klar sein. Ich lebe die ökosoziale Marktwirtschaft, die Biodiversität. Ich lebe nachhaltig und das fordere ich auch von meiner Umwelt ein. Ich spreche mich für eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung auf EU-Ebene ein, was die Lebensmittel betrifft, habe ich heute schon erwähnt. Ich möchte, dass unsere Öpol-Standards und unsere Bio-Standards, die wir in Österreich haben und mit denen wir Weltreiter, Weltspitze sind, auch auf EU-Ebene einfordern. Ich bin, das haben wir heute auch schon gesagt, da sind wir alle d'accord, für den Ausstieg fossiler und Atomkraft brauchen wir uns gar nicht unterhalten, weil es steht uns genug grüne Energie zur Verfügung, die ausgereift ist und die auch Leistung bringt. Das war nicht immer so, das war ein Reifungsprozess. Ich bin für den Plastikabbau, ich habe das in der Gemeinde vorgelebt und du weißt das, weil du ja eine meiner Gemeindebürgerinnen bist, sprich mit Hundegacke-Sackerl, die aus Maisstärke, Kartoffelstärke sind, Stoffsackerl, die wir austeilen. Wir haben das Brustmobil initiiert, wir haben den öffentlichen Verkehr, die ganzen Jahres-Halbjahreskarten unterstützt als Gemeinde. Also wir tun da sehr viel. Ich lebe das vor und ich glaube auch, dass das für jeden Einzelnen von uns sehr, sehr wichtig ist, wo auch immer er tätig ist, das vorzuleben. Plastikabbau sowieso. Ich habe 2013 eine Initiative mit einem Team in Graz initiiert. Damals war die Zeit noch nicht reif. Plastikfreie Bauernmärkte, sie war nicht Zeit. Wir haben ein super Produkt gehabt, jetzt kommt's. Wir verwenden auch nur Papiersäcke und Photovoltaik. Und wie gesagt, die grüne Energie, sie ist da. Wir haben jetzt Alternativen, wir brauchen nur zugreifen. Danke, Hans. Last but not least. CO2-Steuer nur in Verbindung mit einer Reduktion von Lohnsteuern, weil es kann nicht sein, dass die Leute eh schon knapp am Existenzminimum verdienen, dann zusätzlich noch dann Umweltsteuern zusätzlich belastet werden. Also das muss im Ausgleich stattfinden und in all den Staaten, wo das erfolgreich eingeführt worden ist, wurden gleichzeitig Lohnsteuern gesenkt und CO2-Steuern angehoben. Das muss gleichzeitig passieren, sonst schaut es so aus wie in dem hochgerühmten Macron-Frankreich, wo dann zu Recht die Leute auf die Straße gehen und demonstrieren und sagen, bitte, wir haben keinen Reallohnzuwachs.
York seit 15 Jahren und jetzt soll man noch mehr Steuern zahlen. Das ist die falsche Art und Weise, damit umzugehen. Und ja, es gibt in der ENF, also in deiner Fraktion, nicht nur Klimaleugner oder selbst solche, die leugnen, dass Klimawandel auch menschengemacht ist, aber doch ganz viele, die sagen, ja, die Wirtschaft, die Autoindustrie, um Gottes Willen. Ich hatte letztens einen sehr spannenden Kommissionsmitarbeiter, einen leitenden Mitarbeiter in einer Veranstaltung, der hat gesagt, wissen Sie, Herr Weitz, bis jetzt haben wir versucht, Ökonomie und Ökologie irgendwie auf einer Ebene zu sehen und unter einen Hut zu bringen, aber jetzt haben wir begriffen, es gibt zwar eine Biosphäre ohne Wirtschaft, aber keine Wirtschaft ohne Biosphäre. Also müssen wir zu einer verantwortlichen Politik jetzt uns einkehren oder zurückkehren, dass wir unseren Enkelkindern einen Planeten hinterlassen, der lebensfähig ist, der Lebensmittel produzieren kann, wo sie eine Lebensumstände vorfinden, die so gut wie unsere oder vielleicht sogar besser sind. Und diesem Dogma, und da sage ich bewusst Dogma, haben wir alle unsere andere Politiken unterzuordnen. Und die deutsche Autoindustrie hat sich vor 10 Jahren von den deutschen Grünen schon erklären lassen, dass sie, wenn sie nicht aufpassen, am falschen Dampfer sitzen, dass sie in die Sackgasse laufen mit ihren Verbrennungsmotoren und dass sie die Chinesen abhängen werden. So, jetzt hängen sie die Chinesen ab. Jetzt brauchen wir nicht jammern, dass die arme deutsche Autoindustrie untergeht, sondern jetzt müssen sie endlich umstellen auf Antriebssysteme, die mit Umwelt und Klima vereinbar sind. Und dasselbe gilt für die Landwirtschaft. Heute ist die industrialisierte Landwirtschaft, die wir zum Glück in Österreich noch wenig haben, ein Hauptteil des Klimaproblems. Dabei könnte Landwirtschaft aber Teil der Lösung sein, wenn wir statt Kunstdünger Gründünger nehmen, dann sammeln Pflanzen CO2 ein und bringen sie wieder in den Boden, wenn man es richtig macht. Und wir alle Bäuerinnen und Bauern wissen, wie es geht. Die Frage ist nur, machen wir auch die richtigen Politiken, die es dann den bäuerlichen Betrieben erlauben, so eine Wirtschaftsweise durchzuführen, oder fahren wir weiter das System Industrialisierung, Intensivierung und mit einem höheren Ausmaß an Chemie, mit enormen Stückzahlen an Vieh und so weiter. Das ist die reale Entwicklung, die wir haben in Europa, eine hin zur Industrialisierung. Die kleinbäuerliche Landwirtschaft geht in Europa unter Kraft dieser Landwirtschaftspolitik, die nun einmal eine konservative ist. Mit dieser emotionalen Schlussrunde sind wir wieder zurückgekehrt nach 2 Stunden Diskussion zur Emotion, die hier auch eingefordert worden ist. Es sind sehr viele Sachthemen gestreift worden in diesen 2 Stunden. Wir haben vorhin gesagt, 6 Monate waren wenig, 5 Jahre sind sehr viel. 5 Jahre sind sehr viel, in denen viel umgesetzt werden kann. Ich wünsche Ihnen einen langen Atem dazu und sage recht herzlichen Dank, dass Sie sich heute zur Verfügung gestellt haben zu dieser Diskussion. Es gibt nachher bei einem kleinen Buffet noch die Gelegenheit, so ein bisschen Smalltalk oder das, was wir jetzt gehört haben, noch weiter zu vertiefen. Recht herzlichen Dank. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke!